Seid gegrüßt und herzlich willkommen. Wir legen jetzt los mit Episode 4 unserer Kampagne Abenteuer in Aphelia. Und als wir das letzte Mal uns von den Charakteren, also von euren Heldenfiguren, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die richtige, wir werden sehen, ob das irgendwann die richtige Bezeichnung ist, verabschiedet haben, wart ihr gerade im Auftrag der Roten Krähen unterwegs, um ja, Kristallleuchter zu besorgen. Also so richtig epische, heldenhafte Aufgaben, die sich hier euch auftun, um das täglich Brot bezahlen zu können. Ihr hattet euch in das Viertel halt unter dem Plateau begeben und seid bei der Wohnung, Schrägstrich der Werkstatt, Schrägstrich dem Laden von Ashitahai, dem Smaragdenen, Drachengeborenen, angekommen und habt euch vor der Tür versammelt. Wie ihr seht, ist heute Maren nicht mit dabei. Der Charakter ist aber natürlich auch dabei. Das heißt, der wird ein bisschen im Hintergrund sein. Wir werden ihn aber nicht vergessen. Also versuchen wir jedenfalls. Das ist ja eigentlich unvergesslich, aber ja. Ihr steht also vor dieser Tür, ne, von dieser breiten, ordentlichen Holztür, auch grün gestrichen, die Fenster, wie gesagt, von innen mit Vorhängen verhangen, dass man nicht wirklich ins Innere schauen kann, hier von außen, von diesem Holzsteg, auf dem ihr euch befindet. Und jetzt ist die Frage, was ihr tun wollt. Perception. Perception. Macht doch für mich gleich mal einen Wahrnehmungswurf. Und ich werde nebenher als Ritual Detect Magic casten. Ich vermute, während ich mir das so angucke. Okay, und du willst auch nicht nur das Gebäude angucken, sondern auch die Umgebung, ja. Alles klar. 14. Gerade ist nicht so viel los. Tatsächlich könnt ihr in der unmittelbaren Umgebung niemanden wahrnehmen. Und du gehst einmal um dieses Gebäude herum. Also ne, diese Holzwege führen einmal um das Gebäude herum. Und du kannst nicht wirklich... Irgendwie, es gibt kein offenes Fenster. Die Vorhänge sind alle vorgezogen. Und zwar so dicht, dass es blickdicht ist. Also dürfen sie auch ziemlich das Licht ausschließen. Die Tür ist sehr massiv. Tatsächlich wirkt sie noch ein bisschen stabiler und massiver als die meisten Türen. Als wäre sie sogar etwas schwer, vielleicht sogar zu öffnen. Ich würde mal gucken, außen, ob die vielleicht offen ist. Einfach mal die Türklinke gucken. Vielleicht hat er nicht abgeschlossen. Die Tür, dazu wollte ich gerade kommen, hat von außen keine Türklinke, sondern nur ein Schlüsselloch. Das ist noch eine Besonderheit der Tür, sodass sie von außen auf jeden Fall nicht einfach so ohne einen Schlüssel zu öffnen ist. Wollt ihr anderen irgendwas machen, während der paar Minuten, die sich Kellys Charakter darauf konzentriert, ihren Zauber zu wirken? Ich würde gerne klopfen. Ja. Du wartest einen Augenblick. Keine Reaktion. Versuch, was er hat. Möchtest du? Okay, ich möchte mir das Schloss genauer angucken. Eine Tür ohne Schloss und ein Schloss und ohne Klinke. Du konntest ja mit feinmechanischem Werkzeug umgehen. Genau. Mach mal einen Wahrnehmungswurf mit Vorteil für mich, weil du dich mit solchen Dingen auskennst. 22. Braucht einen 22-seitigen. Eine 12 und ui, wie lange habe ich mir diese Werte nicht mehr angeschaut? Ich habe sie vermisst, deswegen sind sie auch nicht offen. So, und zwar erstmal ein Wahrnehmungswurf, meintest du, ne? Ja. Gucke ich mir das Schloss nicht eigentlich mehr an? Untersuche ich das Schloss nicht quasi? Weiß mal, Wahrnehmungswurf. Okay. Dann sind wir bei 19. Hast du zweimal gewonnen? Ja. Du schaust dir das Schloss ein bisschen genauer an und stellst fest, dass, ne, wirfst auch einen Blick hinein, das ist an sich ein recht gewöhnliches Schloss, dass einen normalen Schlüssel nur benötigen sollte, keine irgendwelchen Spezialvorrichtungen. Aber im Innern siehst du eine ganz kleine, dünne Spitze. Super dünn, vielleicht einen Millimeter breit, die so ein Stückchen vorragt im Inneren und so einen leichten Winkel hat, die vielleicht aus dem Schloss herausschnellen könnte, wenn man versucht, es zu manipulieren mit irgendwas anderem als dem Schlüssel, der genau passt. Okay. Also ein Abwehrmechanismus für unangemeldete Eindringlinge. Er ist aus Metall, ne?
Er ist aus Metall. Partiell. Bist du immun gegen Vergiften zum Beispiel? Ja. Du hast gewisse Entweder ich habe Vorteile gegen Vergiftung. Ich habe Advantage. Immun bist du nicht. Ich habe Vorteile gegen Ich bin, glaube ich, nochmal ganz kurz. Also in dem Schlüsselloch sieht ihr irgendwie eine Vorrichtung, dass wenn da was reingesteckt wird, was nicht unbedingt der passende Schlüssel ist, kann sowas wie Falle ausgelöst werden. Das könnte eine Nadelspitze sein, die dann vorschnellt. Wenn dann Springmechanismus noch hinter ist. Es gibt eine Mechanik, die mithilfe einer Feder dazu befestigt ist, gegen eindringende Elemente hervorzuheben. Das heißt, wir gehen durchs Fenster rein. Du wirkst deine Magiewirkung fertig. Ja, warte doch erstmal ab, bevor wir da reingehen. Du wirkst deine Magiewirkung fertig, ne, als du als Ritual gesprochen hast. Und du spürst auf der Tür für deine Augen schimmert so ein arkanes Symbol, wird für dich sichtbar. Dünne Linien, die auf das gezogen sind, wie das aussieht. Das sind mehrere Kreise, die sich überschneiden mit zwei Linien, die sich aus diesen Kreisen herausbewegen und dann um das Gebäude über jedes Fenster hinauslaufen. Okay. Machen wir mal einen Arcana-Check. Machen wir alle einen Arcana-Check, dass sie vorteilhaft? Nur Kelly. Nur Kalia von Lihone. Okidoki. Der zählt. Das ist eine klare Sache. Ich würde auch sagen. 15, ja. Dieses Siegel ist mit Hervorrufungsmagie durchsetzt. Und es könnte sein, wenn du das richtig interpretierst, dass hier in diesem Symbol kinetische Energie gespeichert ist. Okay. Wenn man also eventuell, was auch immer dieses Symbol genau auslöst, klopfen war es offensichtlich nicht. Kinetische Energie könnte bedeuten, dass man zum Beispiel weggeschleudert wird. Ich möchte daran erinnern, wo hier steht. An einer Kippe. Kann man das irgendwie auflösen? Dagegen irgendwas? Man könnte versuchen, wenn man es auf eine ganz bestimmte Art und Weise manipuliert, das Symbol zu entschärfen, sozusagen. Ja. Ja. Da bräuchte ich also den Arcana-Check zum Erkennen, hast du ja schon gemacht. Dann müsste man versuchen, das sehr vorsichtig mit einem Sleight-of-Hand-Check, ich weiß gar nicht, Fingerfertigkeit, glaube ich, auf das Deutsch. Das müsste dann unser... Der kann das bloß nicht sehen gerade. Wer kann das nicht sehen? Das Siegel sieht nur Kellys Charakter. Kann ich mich selbst aufpushen? Womit? Mit, dass ich ihn kurz konsultiere. Du kannst ihn gerne konsultieren. Kriegt da einen Vorteil? Es geht ja jetzt gerade um deine persönliche Fingerfertigkeit. Der Wissensteil ist ja schon erfolgreich bewältigt. Ich kann mir ja sagen, vielleicht, wie man am besten sowas. Nee, das hast du schon, wie gesagt, den Wissensteil hast du erfolgreich bewältigt. Er kann es selbst ja gerade nicht sehen. Ja, dann fuck off, ja, muss ich mal machen. Ne? Also ich würde sagen, bevor du das machst, solltest du uns Bescheid sagen, dass wir uns festhalten. Diesen ganzen inneren Monolog haben wir jetzt auch nicht mitbekommen. Ne? Wir haben eigentlich nur mitbekommen, wie die Asimandruiden 10 Minuten lang Ritual wirkend vor dieser Tür saß. Ihr habt gesehen, wie ich immer mehr böse geguckt habe. Können wir irgendwie vorher so Deception oder sowas machen, gucken, wo es am besten ist, sich festzuhalten? Das sollte schief gehen, wir auf jeden Fall nicht weggeweht werden. Wir können auch einfach zur Seite gehen. Wahrnehmungswurf. Falls irgendjemand mit Holz, also Tischlerwerkzeug oder so Deception ist Täuschung. Perception. Wenn irgendjemand mit Holzbearbeitungswerkzeug umgehen kann, dann kann derjenige Vorteil auf diesen Dann machen wir mal Vorteil. Dann Vorteil, weil ihr dann das mit dem Holz also untersuchen wir, das Ziel ist gerade die Tür zu untersuchen so auf Punkte, die möglicherweise weniger von Magie, Magic Traps betroffen sind. Nee, es ging glaube ich darum, wo wir uns festhalten können. Okay, ich sag mal, vielleicht wäre es auch einfach, weil kann ich nicht, lass mich mal kurz über meine Fähigkeiten schauen. Ja, es gibt ja auch immer noch Federfall, also kann alles gut. Wenn du fällst... Kann mir nicht irgendwer... Ja, ich weihe euch ein. Ich sage euch, dass ihr mal bitte weggehen solltet oder euch festhalten.
Frag, ob irgendwer noch eine Motivation für mich hätte. Beziehungsweise einen kleinen Tipp. Ich habe was Besseres. Also wir können dich auch einfach mit Hilfe von einer Menge Draht, die ich zufällig dabei habe, und das ist noch nicht alles, was an Draht dabei ist, wir können dich auch einfach mit Draht oder so String, also mehr oder weniger so eine Mischung aus Faden, vielleicht auch mit Seil, an diesem 3-Meter-Stock, den ich auch mit mir rumtrage, befestigen. Und wenn du fällst, dann wird mit Hilfe von arkanen Hintergrundwissen dein Fall auf Minimum reduziert werden und wir können dich ganz einfach nach oben. Okay, also bitte. So der Plan. Man sieht im Hintergrund, wie ich an diesen Stock gebunden werde. Während die anderen sich festhalten und verstecken. Ich drehe mich nochmal um. Herrlichen Tag. Du hast doch gesagt, es ist nicht so viel los. Gerade, ja. Ich melde mich nochmal, falls wir das nochmal überprüfen müssen. Soll ich für die Woodcarvers Tools, also für das Holzwerkerhandzeug, auch noch Punkte ausmachen, an denen wir uns am besten platzieren, damit wir von dieser kinetischen Energie nicht runtergeweht werden? Naja, also dieser Check, um zu gucken, wo man sich am besten festhält, wo das Material am stabilsten wirkt, könntet ihr beide mit Vorteil machen, weil ihr euch mit Holzmaterial auskennt. Holzmaterial. Warte, bist du mit. Okay. Eis gleich ist abgeflitzt. Okay. Okay, was? Jetzt weiß man nicht immer Terrible. Von vorne sah das noch traurig. Wobei meine Lieblingsreaktion eigentlich immer die Tier ist. Aber ja. Ja, also worauf warten wir? Das warte mal gesagt. Nein, mach. Ich muss da jetzt schon würfeln. Ja, hau raus. Einer von euch okay. Muss würfeln. Was ist das? Wir machen einfach den Tool-Check. Wahrnehmungswurf mit Vorteil, weil ihr mit dem Werkzeug umgehen, also euch entsprechend auskennt mit dem Material. Okay, dann mach du mal den Wahrnehmungscheck. Ich glaube, der ist auch nicht besser als meiner. Wirf trotzdem. Ich assistiere dich dabei, einen guten Spot zum Festhalten zu suchen. Ihr könnt auch zweimal dann. Ich habe eine 17 und eine 14. 17. Was bekommst Plus du 0. drauf? Plus 0. Plus 0. Okay, 17. Ja, ihr macht entsprechend, ne, ihr guckt euch das an. Das ist, Geländer hier ist grundsätzlich, das ist alles in Ordnung. Es gibt keine morschen Stellen, aber relativ logisch, da wo das Geländer übergeht, auch in die langen Streben, die ja teilweise auch mit Metall verstärkt sind im Inneren. Diese Punkte, das sind so, sag mal, neuralgische Punkte, ich hoffe, ich verwende keine Fremdwörter falsch, an denen es sich am sinnvollsten, also da, wo es am sinnvollsten sein sollte, sich zu positionieren, weil man einfach ein bisschen mehr im Hintergrund hat. Außerdem, logischerweise, kinetische Energie verbraucht sich mit Reichweite, ihr geht also einfach ein Stück weg. Ja, bis auf Kalir, die alleine vor der Tür steht. Ich trotzdem gerne fest. Aber sie ist ja festgemacht. Sie ist ja an einem Stab, der Stock, den wer hält? Währenddessen, wer hat die meiste? Wir alle? Wer hat die meiste Stärke? Eine Person mit viel Stärke. Ich bin okay. Stark. Dann gebe ich dir. Und Draht, nicht Seil. Ich habe das richtig verstanden. Nein, Seil. Wir hängen am Seil. Ich habe auch noch das Seil, aber der Draht ist mir als erstes. Ich hänge am Seil. Okay. Seil. Ein bisschen würde als muss ich auch irgendwo haben. Ja. It depends, you know. Steht, ich gerne steht so eine Art magischer Roboter neben einem blauen Wesen. Neben einem blauen Wesen, die beide so einen 3-Meter-Stock festhalten, wo wir an der Angel einen Fisch hängen. Also genau wie an der Angel. Euer Druide, das passt eigentlich. Das ist ja auch das Prinzip. Ja. Das ist die Idee dahinter. So, ich bin mal gespannt, wie groß ich halt dich. Werden Türen eure Feinde in dieser Kampagne oder nicht? Oh. Soll ich dir den Wert vorher verraten, den du brauchst, um die Spannung zu steigern? Mm. Was ist das gerade eigentlich für ein Check? Fingerfertigkeit. Nee, Sleight of Hand, ja. Fingerfertigkeit. Verrat es uns nicht, beschreib, was sie tut und überrasch uns dann einfach, was passiert. Oh, ich hab Angst, ich hab Angst. Als nächstes kommt einfach nur, ja, ich hab keine Guidance oder so, ne? Ich hab Guidance. Kannst du mich selbst guiden? Ich glaube... Guck mal, ich glaube, man kann sich nicht selbst guiden. Also, um nochmal kurz sicher zu gehen, probierst du gerade das Schloss zu öffnen? Nee, sie versucht das arkane Siegel zu unterbrechen. Ich guck mal ganz kurz, ob unsere natürlich anwesende Lün das hat. Hat sie nicht. Ja. Müsst ihr leider. Danke für nichts. Lün ist aber vorher ganz leise, damit sie auch ja nicht ihre Nerven noch vorher strapaziert. Lün ist. Kriegt sie dafür Vorteil? Lün ist so clever gewesen, sie ist einfach um die Ecke des Hauses gegangen.
Aber ihr müsst ja lachen. Ich muss sie noch festhalten, ne? Ja, ja. Also irgendjemand muss sie festhalten. Das stimmt, irgendjemand muss sie festhalten. Ich bin emotional support. Und halt ich stehe wieder aus der Entfernung. Du schaffst das! Unser alter Seebär. 19! 19, ja. Also, du... Kann ja wohl noch zu wenig sein. Also, du fängst an ganz vorsichtig. Deine Finger kommt so ein leichtes Schimmern, konzentrierst da ein bisschen was, nicht von deiner Drainmacht, aber von deinem Asthma, womit du normalerweise auch ein bisschen heilen kannst und so weiter. Und fängst damit an, langsam vorsichtig diese Kreise zu unterbrechen, so wegzuwischen. Und du versuchst dabei überhaupt nicht an diese waagerechten Linien zu kommen. Und dann nach und nach diese Kreise zu entfernen, bis nur noch die waagerechten Linien da sind. Und der kritische Punkt ist, wenn du ganz dicht an diese waagerechten Linien kommst und einmal so, und dann du so, und zittrig, ja, das ist so relativ still, du hast einmal, also ganz dicht rankommst, schreit einmal laut eine Möwe im Hintergrund so, ja, ich mach das nicht nach, und du zuckst so, aber du ziehst die Hand kurz zurück, nichts passiert und du beendest danach die Arbeit vorsichtig und die magische Energie schimmert so kurz und fängt dann leicht an zu verblassen und geht nicht ganz weg, aber wird sehr viel weniger und zerfasert quasi vor deinem Blick, sodass die Tür jetzt grundsätzlich normal zu öffnen sein sollte. Bis auf den Piekser, aber das macht ja der Kollege da vorne. Ja. Man hört nur so ein Uff. ich glaube, ich habe es geschafft. Es wäre lustiger gewesen, wenn du niedriger gewürfelt hättest. Ja, ich kann nicht leugnen, dass ich es gerne gesehen hätte. Weil man sieht nur, wie so ein Druid an dem Faden zurücktingelt. Also der Wert war 15, du hattest eine plus 1, also die Chance, dass sie runterfliegt, war höher als... Ich binde mich los. Wer weiß, wofür es noch gut ist, aber okay. Ja, so. Am Ende hängt der Bär an der Du könntest dich in ein leichtes Tier beim Verwandeln tatsächlich. Damit die nicht so schwer zu... So eine Ratte? Ja, zum Beispiel. Ja, wobei, dann hast du das Problem, dass die Seile weiter gespannt sind. Oder eine Fliege oder so und sie fliegt einfach weg. Okay, also. Das Siegel scheint soweit neutralisiert zu sein. Mach mir nochmal jemand bitte einen Wahrnehmungscheck für die Umgebung. Perception. 8. Ihr müsst einen Moment innehalten, als eine Gruppe von 3-4 Personen, die auch miteinander im Gespräch vertieft sind, um ein Gebäude, um eines der Nachbargebäude biegen und im Gespräch vertieft an euch vorbeigehen, euch kurz einen Blick zu werfen. Während ich mich aber auch. Ja, während du so und ihr steht halt da. Ich bräuchte mal. Macht mal bitte allen Täuschungswurf, während ihr versucht, möglichst unauffällig... Das ist Deception, ne? Das ist Deception. Jetzt kommt schon Stealth. Das... Ich habe eine 1 gewürfelt, aber ich krieg plus 6. 7, okay. Ich hatte 6 plus 5, 11. Archie sagt nur so, mit dem Seil, das tragen die jungen Leute. Weil ich tue einfach schnell so, als würde ich angeln mit dem Seil. 3. 100 Meter immer mehr. Oh Gott. Okay, also ich sag mal, ich habe keine Critical Warden, aber ich habe auch minus 1. Insofern ist es 1. Also darf ich diesen Stab, den ich ja halt dabei einfach so hinter meinen Rücken habe, aber er ist größer als ich. Ich sage, dass die nächste Theaterprobe, die muss aber besser laufen und dann so richtig schlechtes Gesicht aus. Habe ich gerade wirklich in der 6 den besten Wurf? Don't be suspicious. Don't be suspicious. Nein, sie hatte also insgesamt 6 gewürfelt. Ja. Ach, das war eine 7? Okay. Ja, also ich habe 1 gewürfelt, aber ich krieg plus 6. Ah, ich krieg auch noch plus 5, also 11. Plus 5? Nicht schlecht. Ist Charisma. Ist Charisma, das stimmt. Plus 5 Charisma? Oh. Also nein, ich habe in Deception Proficiency. Das ist auch Proficiency. Also, sie sind schon an euch vorbei, als sie dann doch irgendwie innehalten und der auch weiter vorne weggegangen war, jüngerer Mann, einfache Kleidung, Handwerker würdet ihr annehmen, so aschblondes Haar, so sich aber noch umdreht, so Moin. Können wir euch irgendwie helfen? Warum steht ihr hier? Also Ashitahai ist nicht da, den hat in den letzten Wochen keiner gesehen.
Wir üben gerade für unser neues Theaterstück. Mach mal bitte einen Täuschungswurf. Scheiße. Sag ihm, er ist Teil unserer Gruppe. Das Set ist quasi nachgebaut von seinem Zuhause, aber das ist kaputt gegangen und deswegen müssen wir jetzt kurzzeitig vor seinem Zuhause üben. Sie macht das Set nicht schreck. Sie hat jetzt auch die fürchterlichste Riesengeschichte, die ich jemals gehört habe. Aber in Character finde ich das sehr überzeugend. Bitte. Okay, Archie steht da. Bitte, versuch's. Mach den Wurf bitte mit Nachteil. Wieso das denn? Die Geschichte vollkommen. Warum laberst du denn? Also 15 und. Oh, aber du kriegst noch. Ich krieg plus 6, oder? Das Deception. Plus Täuschung, ja. Na dann 15 plus 6, 21. Ich stehe aber nur dahinter. Und der junge Mann mit den 8 blonden Haaren schaut dich kritisch an, so. Auf mich machte Agita Heini den Eindruck, als wäre er in seiner Freizeit an sowas interessiert. Er war ja eher zurückgezogen und hat kaum was mit Leuten zu tun gehabt, außer wenn es notwendig war. In unserer kleinen Gruppe ist er immer aufgegangen. Aber er macht auch hauptsächlich die Bühnenkonstruktion, er redet nicht viel. Okay. Aber wie gesagt, er ist sowieso nicht da, ihr habt ihn ja auch nicht gesehen, insofern braucht ihr euch nicht. Ich stellt nichts an. Ich komme hier häufiger vorbei und wenn ich sehe, dass was passiert ist, ich habe eure Gesichter gesehen. Guck dir Roboter an. Und dein Roboter und diese 21er Checks. Dann geht die Gruppe doch weiter. Werfen aber immer noch mal wieder so einen Blick nach hinten, bis sie ein bisschen weiter weg verschwinden. Okay. Wir rufen noch mal ganz demonstrativ laut. Okay, das Ganze nochmal von vorne. Und du fängst wieder an, das Seil umzubinden. Ja. Ja. Wenn ich das HBO anbiete, reißen sie es mir aus den Händen. Ich fand, das war der Kleriker, wäre das ein gewesen. Sie hätten doch direkt nach dem Vater gefragt. Ja, also, okay. Kurze Situation. Also, die Tür. Ihr habt wieder einen kurzen Moment Zeit, bevor eventuell wieder jemand auftaucht. Ihr wolltet das am helllichten Tag. Ja, wollten wir. The stage is yours, Roboboy. Es gibt zwei Optionen, das zu machen. Entweder ich nutze das Siegelwachs, um in irgendeiner Art und Weise ein, ja, quasi das Negativ von einem Schlüssel zu kreieren oder das Schloss einfach von innen quasi einmal plastisch darzustellen. Aber ich glaube, dafür bleibt keine Zeit und ich weiß auch gar nicht, wie das funktionieren sollte, aber ich bin mir sicher, es gibt einen Weg. Machst du das oder ich probiere es direkt. Ich glaube, ich sage das auch einfach so vor mich hin, aber ohne Adressaten. Ja, deswegen entscheiden wir uns für die andere Option. Vielleicht ist es auch im Rahmen des Sinnvollen, also ich weiß nicht, wie gebräuchlich diese Theateraufführungen und Theaterproben im öffentlichen Raum sind, aber wenn jemand ausschaut, dann erfällt, ob unsere beiden Besucher, unsere Audience quasi wieder zurückkommt. Während ich einfach probiere, das Schloss zu öffnen. Mit so Schweizer Taschenmesser mäßig meinst ich du das? Ich habe quasi ein Schweizer Taschenmesser. Wir sollten da eh nicht genau dran sein, wenn da so eine Nadel ist, die rausspringt. Genau, kann ich den, also macht das überhaupt Sinn? Ich weiß es nicht, aber 13 weiß ganz bestimmt, inwiefern es Sinn macht, das Dietrich-Set quasi vor Gebrauch einzuölen. Mit Lampenöl, damit wir weniger leicht möglicherweise sehr... Ich glaube, das also macht ja noch weniger. Sobald du anfängst in dem Schloss mit Dietrich, fuhrwerkt man ja eine Weile rum und ist da drin beschäftigt. Du wirst diese, wenn du das tust, das ist dir klar, also ist 13 klar, wirst du höchstwahrscheinlich diesen Nadelmechanismus auslösen. Ich frage nochmal, warum wir nicht durch die Fenster gehen, weil wir haben ja jetzt eigentlich den Zauber... Das ist absolut richtig. Dann lief ja diese Siegellinie, lief über die Fenster, die sind auf zu und sind von außen gar nicht zu öffnen. Also da gibt es kein Schloss oder so, das man von außen bearbeiten kann. Ah, okay, also da müssten wir dann mit roher Gewalt ran. Und
Und ich kann nicht leugnen, dass es eine gewisse Faszination mit diesem Schlossmechanismus auf sich hat. Du gönn dir. Also was möchtest du tun? Viel Glück. Ja, ich möchte probieren. Sagt, dass kann jemand ihn heilen, wenn er irgendwie ja, ich kann stirbt? Das. Ich kann auch noch was machen. Also ja. Wenn er stirbt. Was denkst du, was das für ein Schloss ist? Weiß ich nicht. Dimensionstor in den siebten Kreis der Hölle? Okay, verdammt. Ja, genau, das möchte ich tun. Ich möchte mit meinem Diebeswerkzeug, also mit diesem Dietrich-Set und ein, zwei anderen nicht weiter spezifizierten Tools, versuchen, das Schloss zu öffnen, was keine Klinke hat. Also beziehungsweise die Tür zu öffnen. Das Schloss zu öffnen, das also die Tür das öffnet. Zu riskieren, dass du die Nadel auslöst. Während er das teile, schon gucke ich, ob die zurückkommen und falls wer vorbeikommt, performe ich weiter. Alles klar. Perfekt. Ich würde gerne aber drei Schritte nach hinten gehen, auf Sicherheitsabstand. Mach doch mal bitte für mich einen Fingerfertig, also check auf dein Diebeswerkzeug, das du dafür benutzt. Auf das Diebeswerkzeug, das heißt, wir kriegen den Proficiency-Bonus, wir kriegen State of Hand. Nee, du kriegst Geschicklichkeit plus Proficiency-Bonus, dass das Diebeswerkzeug umgehen kann. Ist ja nicht State of Hand, oder? Doch. Geschicklichkeit. Also, da hast du extra einen Wert stehen. Genau, das ist Sleight of Hand. Genau. Jawohl, das ist nicht Sleight of Hand, das ist ein Check mit dem Diebeswerkzeug. Aber Sleight of Hand ist auch Geschicklichkeit plus Proficiency. Ja. Also in dem Fall ist das der gleiche Wert. Ja. Und ich habe Vorteil aufgrund von von der Erfinderklasse. Und zwar haben wir da, Moment. Da, jetzt so lässige Interimsmusik einspielen und fast. Jeopardy-Musik. Stellt euch hier Jeopardy-Musik vor, ich werde sie nicht einspielen, weil Trademark. Wo ist das? Da, Tool Expertise. Starting in second level, your proficiency bonus is doubled for any ability check that you make. You that uses any of the tool proficiencies you gain from this class, was und dazu die Thieves Tools sind. Thieves Tools dazu, ja. Und noch eine andere Sache, die wir sicherlich, Moment, noch zwei andere Dinge, die wir sicherlich auch noch irgendwann einbinden werden. Genau, also das möchte ich tun. Also zweimal würfeln. Und hoffentlich vergiften wir uns gerade nicht selber. Du vergiftest. Also ich bin auf Sicherheitsabstand. Nee, ich bin ja eh auf weg. Würfel. Okay. Ich hab Angst. Nee, ich möchte das nicht mal. Aber wir machen das. Ich schneid das einfach. Okay. Nein, nicht viel. 3 plus 6 sind 9. Computer sagt nein. Natural 20! Natural 20! 26. Die er guckt und die Tür geht auf. Ich hatte jetzt wirklich einen. Hohen Wert, dass die Nadel weil du hättest ja genauso gut erst versuchen können, die scheiß Nadel zu entfernen. Also, du fängst an diesem Schloss zu arbeiten. Und ihr seht, wie seine Hände ganz vorsichtig erst anfangen und dann langsam immer schneller werden, je mehr Sicherheit er darüber gewinnt, wie das Schloss von innen her aufgebaut ist, bis ihr das Gefühl habt, dass die Finger und seine Handbewegung fast schon verschwommen sind, wegen der hohen Geschwindigkeit und der arbeitet so gut. Und irgendwann macht es einfach nur so klack. Und das Schloss ist offen. Du bist dir sicher, dass das Schloss offen ist. Und willst dann die Tür aufschieben und... Sind seine Finger eigentlich so Metallfinger? Das, was ihr seht, schon. Ja. Okay. Und du willst die Tür dann aufschieben und du merkst aber einen Widerstand. Anscheinend liegen auch noch auf der anderen Seite mindestens ein Riegel davor. Kommunizierst du das? Soll ich helfen? Soll ich mal einfach mit Schwung gegenrennen? Ich glaube, das kann nicht ich gerne. In der Wache. Jetzt sind wir doch schon so komm weit mit gekommen, bisschen Kraft. Jetzt machen wir es still. Das kann ich gerne kommunizieren. Das ist eine gemeine Tür, ich weiß. Aber ich muss sagen, ich bin zufriedener damit, das Schloss verstanden zu haben und ein Bild vom Schloss zu haben, als dass ich unzufrieden darüber bin, dass der Riegel dahinter liegt. Eigentlich ist mir das sogar relativ egal. Kannst du nicht irgendwie so mit dem Finger so rein und den Riegel so? Ja. Also die Tür bewegt sich ein bisschen mehr, aber nicht besonders weit. Auf jeden Fall nicht so, dass sich gerade ein Schlitz auftut. Also ich würde gehen. Untersuch mal, was da, wie der, wie also das zu ist mit diesem Haken-Ding. Nee. Ich meine, nein, ich versuche sie zu überreden. Ach mit so. Ganz, okay. Ich sehe, dass sie anfängt und ich meine so mein Kind. So Junge Dame. Jetzt kommen wir mal runter. Insistiere. Was hast du denn für einen Vorschlag? Ich sage, er soll sich das erstmal nochmal in Ruhe angucken, denn es ist um einiges besser, wenn wir hier nicht so viel machen. Wir haben gerade so es geschafft, die anderen Leute irgendwie loszuwerden. Wenn jetzt die das nächste Mal kommen und die Tür kaputt ist, wissen die ja ganz genau, wer das war. Wenn die aber das nächste Mal kommen und alles sieht so aus wie vorher,
kein Ding. Das Gute ist, dass dadurch, dass das Schloss geöffnet ist, die Tür nicht mehr in sich irgendwie im Mauerwerk verankert ist. Ja, kann Kelly sich jetzt nicht irgendwie in eine Spinne verwandeln, reinkrabbeln? Gibt keinen Schlitz. Na doch, so ein bisschen meintest du doch eben. Sie lässt ein bisschen nach, aber nicht. Es gibt keinen Schlitz, wo man eine Hand durchbekommt oder so. Aber sie könnte ja, wenn sie ganz klein ist, kann ich als Spinne da durch. Wenn du dich durchquetschst, vielleicht. Er kann ja so ein kleines Loch durchbohren. Ich kenne so an der Seite, weißt du, dass da so ein kleines bisschen die Tür weg ist, dann kann sie rein. Das sieht man doch aus und macht von innen nicht, auf. Also, ich weiß so, du meinst so ein ja, so ganz Holz, klein. So ein bisschen was wegschaben. So wie so könntet von so einem Holzwerkzeugen so. Wahrscheinlich grundsätzlich das ging auch. Kann man das wegätzen mit ein bisschen Säure? Das ist das auffällig. Man hätte zuerst die Farbe relativ flächig weg, glaube ich. Oh, ich habe gerade ganz, ganz dolle Backflashes an unserem Ork, Halborg. Also, na, wie wollt ihr weiter durch die Tür? Also das wäre mein Vorschlag. Wir sind jetzt bei der Hälfte der Sachen, die nein. Oder halt, er guckt mal, was das so, was der Riegel kann. Vielleicht kriegt er den ja mit so, weißt du, fancy Vorrichtungen. Gutes Argument, wenn ich Hilfe brauche, dann immer noch Draht. Okay, sehr gut. Es gibt immer noch Draht. Es gibt auch immer noch eine Menge Draht. Ein Draht, so ein dünner Draht könnte leicht durchpassen. Das ist die Frage. Um welche kann man erfüllen, wie viel Riegel dahinter steckt? Also ist das eher so, dass jetzt jemand einen Besen quergelegt hat dahinter? Oder ist das einfach nur so ein Türriegel oben? Vielleicht liegt auch eine Leiche davor. Die müssen eine Dolle geben. Es ist nicht unten, es ist weiter oben. Ungefähr auf Brusthöhe von durchschnittlich großen Menschen. Du kannst, wenn du die Tür drückst an verschiedenen Stellen, es scheint sich um einen Riegel zu handeln. Fummel doch mal mit deinem Draht ein bisschen. Kannst du versuchen hochzuschieben, vielleicht ist einfach nur ein Riegel, den man so... Also wenn es einfach nur so ein Umlegeriegel ist, dann könnte man da theoretisch mit ein bisschen Geschick und ein bisschen Glück versuchen, ihn mit Draht quer geschoben. Wenn das quasi nicht funktioniert, dann machst du mir ein kleines Loch und ich krabbel rein. Okay. Deal. Okay, Fingerfertigkeit. Das ist Sleight of Hand. Okay, dann ist das der Plan. Also, ich biege einen Draht und führe ihn quasi so ein, dass er dann hinter dem Entrance Point durch die Tür nach oben geht und dann kann ich damit den Riegel heben. Okay, Fingerfertigkeitscheck. Kann ich hingucken. Nein! Das hat sich schon falsch angefühlt. Das kann gar nicht funktionieren. Das Gewicht des Riegels ist höher als das des Drahtes. Das funktioniert nicht. Also du versuchst das und was du merkst, ist, dass der Riegel nicht einfach nur aufliegt, sondern drin steckt in einer Art Rahmen und zur Seite rausgezogen wird. Ja. Das kriegst du aber raus. Das heißt, du kannst ihn nicht. Also auch hier wieder deutlich höhere Sicherheitsvorkehrung, als man es vielleicht an der Tür in diesem Viertel erwarten würde. Wir müssen uns da drin auf jeden Fall gut umgucken. Darf ich jetzt? Und nein! Du möchtest jetzt so dich in eine Spinne verwandeln. Du bist Plan K für Kraft. Ja. Also du, einer von euch beiden Porten. Er steht auch schon dran. Die können das beide machen, tatsächlich. Ja, aber sie sollte weg davon bleiben, bevor sie sich entscheidet, doch noch gegen zu rennen. Ja, würde sie ja Anlauf nehmen. Wenn sie dran ist, hast du den Vorteil, dass du siehst, wenn sie einen Schritt zurück tut. Ihr seid alle durch Corvina ein bisschen traumatisiert. Ich verstehe das. Charakter aus einer anderen Kampagne. Barbar. Mehr sage ich nicht. Mehr brauche ich auch nicht sagen. Ich kann das Loch machen. Okay, dann brauchst du mir keinen Check machen. Das kannst du so machen. Ne? Also du sitzt hier also dahin. Das dauert einen Moment. Deswegen brauche ich nochmal von einem von euch, diesmal nicht von dir, von irgendwem anders einen Wahrnehmungswurf. Die Umgebung kriegt zu checken. Kriegt da irgendjemand Plus? Ich habe plus 5. Ich habe plus 1. Ich habe plus 0. Ich habe plus 1. Guckt sich mal wer anders um. Ich bin ja sowieso dabei, das Loch zu machen. Also könnt ihr ja, du ich, bist dann gucke ich mich um. Während du dabei bist, hier so rein. Während du dabei bist, da sitzt und dieses Loch reinhobelst. Das war eine 2, ne? Ja, eine gewürfelte 2. 3 insgesamt. Ich habe okay. plus 1. Okay, 3. Und was jetzt passiert ist. Ich gehe nach Hause, ich habe keinen Bock mehr. Darauf habe ich gefreut. Also. Es biegt tatsächlich eine weitere Person um die Ecke. Da, wo die Gruppe von Handwerkern verschwunden war, da biegt jetzt wieder eine einzelne Person um die Ecke. Und diese Person, auch ein bisschen bessere Sachen gekleidet, ein Handwerkermeister sicherlich, der mit selbstsicherem Schritt vorwärts gehen. Ein Partytyp ist es nicht. Aber das Problem an der Geschichte ist,
Du kennst diese Person. Sie oder er? Er. Ja. Oh. Aha. Er hat doch seinen Umhang um, oder nicht? Und es handelt sich um den Händler bzw. Handwerkermeister, der in dessen Lager du untergebracht warst, wenn du weißt, was ich meine. Aha. Und als er näher kommt, sieht man, wie seine Schritte langsam zügiglicher werden und er dann anhält und dann so: Hey! Ihr seid. Ihr habt meinen Golem gestohlen! Und dann traut ihr euch noch wieder hierher zurück? Ich will meinen Besitz wieder haben. Darf ich ihn angreifen? Was Nein, ist? Warte. Ich frage erstmal, was genau er meint. Das ist mein Golem! Das glaube ich nicht. Sind Golems nicht aus Stein? Klar! Ich hab das. Ich kann beweisen, dass das ist. Und ich werde die Staffel. Wache! Nein, nein, Wache! Nein! Wir wollen hier in dem kein... Moment, in dem Moment biegt schon wirklich, wie unpassend es auch sein mag, eine Patrouille von drei Stadtwachen auch um die Ecke. Da stellst du so, ja, was ist denn hier los? Alles mal ein bisschen ruhig hier. Was, Moment. Was geht hier vor? Ich steck mir die Krähen. Der flustert sich so richtig auf so. Diese, wie auch immer und was auch immer, Sie haben meinen Golem, der mich viel Geld gekostet hat, gestohlen. Der da so regungslos steht. Und haben die Frechheit, hier wieder aufzuhauen. Ich will, dass sie alle verhaftet werden. Kannst du das beweisen? Dass wir ihn geklaut haben? Die Wachen, ne, du sagst das so, und die waren so... Ja, also, genau, also... Könnt ihr das beweisen? Und der so, der Händler so... Natürlich kann ich das. Ach, was kann ich verzweifelt in der Gegend rum nach einem Golem suchen? Das ist kein Golem. Ja, hab. So ein Ding von den Elfen gebaut. Also ich kenne ihn schon ein halbes Jahr. Ich weiß, wovon wir reden. Ich kann das beweisen. Das ist ein Roboter. Ich kann das beweisen. Lügnerin! Oh Gott, ich weiß, was kommt. Ich kann ihn nämlich aktivieren. Ich habe das Aktivierungscode-Wort. Wem? Achtung! Waffe. Krummla! Was hat er gesagt? Und jetzt komm her! Krummla! Was für eine Sprache sprechen Sie? Ich glaube, das ist eine Verwechslung. Er heißt nicht Er heißt 13. Das ist keine Bezeichnung, das Ding hat keinen Namen. Das ist das Aktivierungswort. 13! Wirklich, die müssen ihn irgendwie manipuliert haben. Krummla! Er gehört zu unserer Theatergruppe. Kennst du ihn? 13? Kann ich mit Mary Ashtai, ist ja mit uns dort. Ist dabei, ja. Kann ich mit ihr kommunizieren? Du kannst reden. Ohne, nein. Ach so, Gedanken. Mit ihrem Gedanken kommunizieren. Ich würde mal sagen, mach mal für mich einen Täuschungswurf, um kurz mit ihr, ohne dass es jemand anders sieht, Augenkontakt aufzunehmen. Aber er guckt mir so alle in die Augen. Nee, aber auf eine bestimmte, weißt du, so... Yes! Das ist die zweite Natural 20. Es ist Destiny. Es ist ein Moment überhaupt. Gedanken, so die Stimme von Lynn so. Ja. Jetzt kannst du ihr auch antworten. Ich gebe ihr ein Wort vor und zwar. Das übrigens macht so. Krummla! 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 Ich bin ganz sicher. Ja. Nenn mich Nematon und kommuniziere nur so mit mir, vor den anderen. Nematon. Also sie kann auch dafür sorgen, dass ihr euch alle hört. Aha, okay. Also sie kann euch quasi einschalten, das heißt, du kannst es den anderen mitteilen. Sie hat also ja ich sag dann nicht so, ich sag dann nicht 13, sondern Nematon? Also nicht nenn mich so, sondern das ist das Command-Wort. Aha, okay. Das 13, Nematon? Nematon. Kennst du den? Nee, Nematon. Die. Hören Sie, kurz zum Schatz waren so die immer konzentrierte Kunde. Die müssen den umprogrammiert haben. Ich bin mir sicher, dass es meiner ist. Und die Wache so. Ich das ist doch einfach einer aus der gleichen. Die Ansteckmarke, so ein bisschen stämmig. Die Wache so zu dem so. Hören Sie. Vielleicht ist er ja aus der gleichen Serie und sieht deswegen genauso aus. Aber Sie haben es ja selbst gesagt, dass das ganz schön dumm wäre, von den Dieben hier wieder aufzutauchen. Das Aktivierungswort ist ein anderes.
Kann ich während der ganzen Sache noch versuchen, das Holzwerkzeug wegzustecken, damit das wieder sieht? Da bin ich voll ausgegangen, dass du es dir lassen hast. Ich sage zu ihm, dass ich natürlich verstehen kann, diesen Frust, wenn einem etwas geklaut wird, gerade so was Wertvolles, wie so ein Golem hat das genannt? Roboter. Aber wir sind ja, wir haben gerade einen Auftrag von den Roten Krähen, aber wenn er möchte, wenn wir damit abgeschlossen haben, würden wir ihm natürlich helfen, seinen Roboter wiederzufinden. Machen wir einen Überzeugungswurf für mich, bitte. Maggie. 15 plus 6. Plus 6, ja, 21. Der meint so, ist so ein bisschen aufgeplustert so, und so offensichtlich verunsichert so, okay, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass noch einer von der, also das ist fast für ein unfassbarer Zufall, tut mir leid, ja, ich habe also, vorgestern erst auch dasselbe Modell gesehen. Also, ihr findet mir, er beschreibt euch, wo sich sein Laden befindet, so, und, also, ja, gerne, wenn ihr eure Hilfe anbieten wollt, ich würde gut zahlen, ihn wiederzubekommen. Okay. Ich würde wirklich gut dafür zahlen. Kann man in dem Kopf von ihm jetzt über... Ihr seid noch miteinander über verbunden. Reden, dann sage ich im Kopf, dass 13 uns nachher die Geschichte erzählen muss, wo er diesen Mann kennt. Okay. Ja, das tut mir jetzt wirklich leid. Kein Problem, passiert. Sowas kann jedem passieren. Ich versuche es so ein bisschen so zu machen, dass nicht nur er peinlich berührt ist, dass er uns in unserem Tun gestört hat, sondern auch die Wachen sich peinlich berührt. Die fühlen sich sowieso schon peinlich berührt. Die Wachen auch so, der Sergeant dieser kleinen Patrouille so, okay, dann ist die Sache ja anscheinend geklärt und gut Kick, ne? Weitermachen Bürger und gehen weiter weg und entfernen sich wieder und er so, ja, also wie gesagt, das tut mir sehr leid, aber ihr versteht ja, also wie viele kann es davon schon geben und ja, ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Also, ich bin für jede Hilfe dankbar. Es war wirklich teuer. Naja gut, und dann dreht er sich um und geht in die gleiche Richtung zurück, wo er hergekommen ist, weil er überhaupt nicht mehr weiß, wo er eigentlich hin wollte. Nicht schlecht, das ist so dein Thema, Ton. Dein Ernst? Gleich aber ausbleiben. Ja, das war also, der erste Bullshit, dann der in meinem ist tatsächlich wieder die Ecke etwas ruhiger. Du feilst das Loch letzten Endes frei und du möchtest dich jetzt gerne verwandeln. Es gibt übrigens auch andere kleine Dinge als aber Spinnen. Aber es gibt ja diese mini kleinen süßen Springspinnen, die sehen super süß aus. Sie hätte auch direkt so ein Holzwurm werden können jetzt und einfach los, so ja. Den Weg so durch. Nein, aber Spinnen sind cool, aber die können an der Wand hoch und runter laufen. Wir müssen erstmal gucken, was ich da weiß, los ist. Ich weiß, dass Spinnen das können. Ja. Zum Glück können sie nicht fliegen. Doch, wenn die... Darüber wollen wir hier nicht reden. Das geht zu weit. 13 psychischer Schaden. Nematon. Achso, das müssen wir aufschreiben. Okay, also du verwandelst dich jetzt in eine Spinne, ihr anderen steht unschuldig pfeifend draußen, während du ins Innere dich begibst. Hey, haben wir einen Spinnen? Nee, aber nicht, ne? Vor allen Dingen nicht so eine kleine. Also, warte, ich will das mal so rum. Für euch gucke ich, ob ich das hier einblende. Wenn nicht, habt ihr vielleicht mehr. So, hier ist die Tür. Sieht nett aus. Als du reinkommst, ne, der Raum, das Licht ist durch die Vorhänge etwas gedämpft. Kann ich als Spinne Detect Magic magicken? Du hast dein Detect Magic noch? Ja, ist offen, aktiv, ne? Wobei es jetzt bald ausgehen würde, ne? Ihr wart ja eine Weile an der Tür beschäftigt und so weiter, also es ist vielleicht noch wenige Minuten aktiv. Und du kommst halt rein durch die Tür und der Raum ist halt in so ein gedämpftes Licht getaucht durch die Vorhänge, auch so ein bisschen farbig, ne? Die Vorhänge haben so einen Rotton, der so einen leichten Rotschimmer über den Raum wirft und du siehst halt im vorderen Bereich, ist das offensichtlich für den Kundenkontakt. Hier ist so ein bisschen die Ladenfläche. Du siehst auch verschiedene so Kristallskulpturen und andere Dinge, die vielleicht direkt gekauft werden können. Die ganze Einrichtung ist in hellen Farben gehalten, so sehr man das jetzt ne, erkennen kann bei dem gedämpften Licht, mit geometrischen Mustern und alles ist recht niedrig über dem Boden. Im Hintergrund siehst du auch einen sehr flachen Tisch, um den herum irgendwie Sitzkissen liegen. Mhm. Die auch auf Bodenhöhe sind. Soll das Ding sein? Ja. Und an den Wänden auch ne, so ein paar dekorative, auch so an der Einstelle ist ein Wandteppich und alle
häufig mit geraden Linien, geometrischen Mustern. Das ist, mach mir mal bitte einen History-Check. Sorry, Mann, ey. Was ist los mit uns? History. Plus 1. 13. Hm. Das ist ein Stil aus einem weit im Süden liegenden Land, ne? Und zwar von Asama. Du hast über dieses Land wenig Doppel-A? Gehört. Nee, A-S-A-M-A-R. Hm. Asama. Nicht Asima. Nicht Asima, nein. Okay, ASMR. Haben wir eben nicht. ASMR, bloß mit mehr A's. Das ist richtig. Und das ist ein Land weit im Süden gelegen, in einem... Ja, also große Teile dieses Landes, also da leben viele Drachengeborene tatsächlich. Große Teile dieses Gebietes sind sumpfig, weil es ein weit verzweigtes Flussdelta ist, das sich in einen sehr großen See ergießt, der dort ist. Und warum du dich daran erinnerst, ist die Besonderheit, dass auch auf dieser See endet an einer kilometerhohen Steilwand. Der Kontinent wird nach unten hin schmaler, auf dem ihr euch befindet. Mhm. Moment. Warte, das ist nicht unser Kontinent. Der Kontinent, wo ihr hier gerade seid. Das ist, der heißt der Levarun. Den Namen hatten wir noch gar nicht. Was? Levarun. Mit V. Und der Kontinent, der läuft nach unten so ein bisschen zusammen und das ist so eine Verengung und das ist eine kilometerhohe, steile, also wirklich senkrechte Klippe, als ob jemand den südlichen, dann den weiter im Süden liegenden Teil des Kontinents genommen hat und einen Kilometer oder mehr einfach nach oben gedrückt hat. Und da oben gibt es dann ein Hochplateau, das weiter Richtung Süden verläuft. Da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und in dieser Gegend, also nicht auf dem Hochplateau, sondern in diesen See mündenden Gegend, also in diesem Sumpfgebiet, dort liegt Asama. Das ist eben vor allen Dingen eine Stadt auch, aber mit dem entsprechenden Umland. Und der Stil, den du hier siehst, den verbindest du damit. Mhm. Hast du sehr wenig selbst gesehen, ist weit weg, gerade auch von deiner alten Heimat. Mhm. Aber genau, das ist das Ganze. Merke ich was vom Detect Magic? Das Detect Magic deutet hier nichts weiter an. Du siehst eine Treppe, die nach oben führt und dann vor einer, ja, die ist hier direkt bei dir, die führt weiter nach oben, die auch wieder in einer Tür endet. Und weiter hinten im Raum, wenn du jetzt ein bisschen dich reinbewegst, kannst du auch sehen, dass es eine weitere Tür gibt, die zur Seite führt, wo du davon ausgehst, dass vermutlich der entsprechende Treppenaufgang in den unteren Bereich, der unterhalb der Wege außen liegt. Also mir fällt jetzt, bis auf den Stil, der mir in der Hinsicht bekannt vorkommt, jetzt nichts Ungewöhnliches auf. Also es nicht noch es ist nichts verkramt, es ist ordentlich. Halt wie so ein, es ist halt einfach leer. Es ist auch zu wenig Zeit, deswegen, es liegt keine Staubschicht oder sowas hier. Ja, das ist der Raum. Ich würde mich da mal kurz umdrehen und mir die Tür angucken. Die Tür hat eben auf Brusthöhe einen ziemlich fetten metallenen Riegel, der in einen Rahmen geschoben ist, sodass man ihn so zur Seite ziehen kann. Bin ich noch verbunden mit denen? Ja, das hat keine zeitliche Begrenzung. Party People? Ich glaube, die Luft ist rein. Na dann. Die Frage ist, lasse ich euch jetzt rein? Oder ich hoffe. Tingle ich nach oben und gucke an, ob hier noch irgendwas ist. Als Spinnen. Kannst ja vorher mal so die Lage abchecken, ob die Luft rein ist. Hey, performt noch mal weiter. Okay. Ihr müsst ziemlich dicht am Haus bleiben, weil die Reichweite von der Fähigkeit ist jetzt auf Stufe 2 noch nicht so wahnsinnig hoch. Ach, das heißt, ihr müsst euch recht dicht an der Wand halten. Ich möchte nicht alleine rein. Dann lass uns rein. Können wir auch zusammen gucken. Ja, oder? Vermutlich. Du müsstest auf jeden Fall deine Form fallen lassen. Ja, das auf jeden Fall, um dieses Ding aufzunehmen. Sonst kriegst du den Riegel nicht. Deswegen, das war gerade meine Überlegung, ob ich vorher gucke. Aber wenn ich dann... Aber detecten die mich? Oh, ich weiß nicht, ob das Risiko, dem wir drin ausgesetzt sind, größer ist als das, dem wir hier draußen ausgesetzt sind. Also die Reichweite ist 20 Fuß. Lass mal lieber alle schnell rein. Ich lass die Spinne fallen. Und dann ziehst du den Riegel zurück. Innen ist übrigens eine Türklinke. Ja, und schnell.
Wir alle gucken noch mal kurz, dass uns niemand sieht, wie wir reingehen. Maren lungert dann draußen rum. Maren, also Lün, sagt an der Stelle, ich werde... Ah, der ist nur dran geklebt. Oh mein Gott! Das ist nicht abgebrochen, oder? Destroy. Das sind auch die Unbeweglichen. Wir haben, ne? Nein, we have the technology. Es gibt demnächst die beste Version. Ja. Aber ist auch gerade noch gar nicht so wichtig. Oh, no. Also, genau, Lün sagt, dass sie draußen die Augen offen halten wird und aufpassen jetzt wird, dass nichts draußen irgendwie passiert, und um sicher zu gehen, dass ihr auch wieder unbemerkt rauskommen könnt. Und wird sich einfach unauffällig um das Haus herum aufhalten. Der hat super. Ihr anderen geht also rein. Gib auf. Leg ihn einfach hin. Archie muss kurz sitzen. Das ist Archie. Das ist Archie, genau. Archie ist Archie. Also, was wollt ihr machen? Uns umgucken. Euch umgucken. Dann macht doch mal für mich einen Investigationswurf. Ja. Ich hab plus eins. Ah, ich hab minus eins. Du hast minus drei. Mach mal. Eins. Mach du mal mich. Ich würfle so schlecht, ey. Ich hab eine sieben. Dürfen wir alle? Bitte. Normal ist nicht immer alle, aber 15. Dieses Mal. 15. Ah, 8. 17. Hauptsache, wir wählen nicht so viel. Ich hab das meiste schon geschrieben, ne? Ihr schaut euch ein bisschen um, hinten in den Schränken, zieht ihr ein bisschen auf. Hier sind zwar verschiedenste Sachen aus Kristall gefertigt, auch mal eine Kristallschale und sowas, aber nichts, was irgendwie aussieht, als könnte es leuchten. Es gab keine magische Resonanz. Der Magierentdeckung löst sich jetzt übrigens langsam auf. Ne? Ja. Es geht also weg. Und hinten findet ihr allerlei normales Zeug, was man so im Haus finden kann. Kann ich nochmal Ritual oder eher nicht so? Du kannst das gerne wieder machen, kostet natürlich wieder einiges an Zeit. Hätte sie, wenn, da gibt es ja noch eine Etage oben. Mhm. Hätte sie, wenn da was wäre, das schon mit ihrem Detect Magic gefühlt? Nee, also erstens nicht, wenn sie zu weit weg gewesen wäre. Die Reichweite ist ja nicht riesig, und zum anderen ist ja da massiv Wand in Form der Decke dazwischen. Dann, während wir nochmal genauer gucken, ob wir unten was finden. Da liegen ja so Schriftrollen auf dem Tisch. Liegen die da auf dem Echt? Die Bilder bitte nicht zu genau. Nee, ich hoffe, natürlich keine Schriftrollen. Okay. Ist alles komplett leergeräumt. Ein Buch mit. Nee, nicht komplett leergeräumt, sondern einfach normal benutzt und in einem aufgeräumten Zustand aber dagelassen. Ihr könnt in einem der Schränke hinter dem Tresen findet ihr halt, ne, normale Buchhaltungssachen, Eingänge, Ausgänge. Ich würde mir ganz gerne die Buchhaltungssachen angucken und schauen, ob ich tatsächlich den Eintrag von diesem Lord Majesk finde. Wenn du ein paar Minuten durchblätterst und weiter nach hinten, findest du irgendwann eine Eintragung für diese kristallenen Wandhalter, die sich als Beleuchtung einsetzen lassen. Da ist auch das Wort vermerkt, um sie, ne, zu aktivieren. Das sollte aber auch in die Halterung eingraviert sein. Okay. Aber da steht das Aktivierungswort Brollo. Was? Brollo. Wow, was ist denn los mit euch? Brollo. Nematon. Krummler. Okay, das heißt, in diesem Raum sieht nichts nach Werkstatt aus. Das ist ja offensichtlich ein Handwerker. Es sieht nicht nach Werkstatt aus. Und ein Handwerker ohne Werkstatt, das gibt's ja nicht. Also insofern muss die Werkstatt ja entweder woanders oder hier oben sein. Ich würde auch sagen, sie müsste im Gebäude mit sein, so war die Ausdruck. Castet Detect Magic. Oder? Das hat ja jetzt schon angefangen, während sie. Genau, du bereitest das Ritual wieder vor. Es dauert aber ein paar Minuten. Das ist okay. Wollt ihr anderen schon mal was machen in der Zeit? Dauert ja auch ein bisschen, um sich umzugucken. Ich möchte mit Bedacht und Umsicht nach oben gehen. Mhm. Zu der Tür, ja? Und zur Tür, also eine Treppe nach oben und eine Tür. Ich habe Detect Magic gecastet. Ich kann es im Nachhinein noch gucken, ob da was. Willst du versuchen, die Tür zu öffnen? Die Tür ist bestimmt wieder, dass wir gleich alle wegfliegen. Ja, also, gut, diesmal ist die andere Tür dazwischen. Willst du versuchen, die. Das stimmt. Aber wenn der Boden rausfliegt, nein. Also, du gehst zu der Tür und willst versuchen, sie zu öffnen? Da ist noch eine Tür. Ja, ich schaue mir erstmal den Schließmechanismus an. Mhm, mach mal für mich einen Investigationscheck an der Stelle. 16. Ja. Die Tür hat eine normale Klinke und darunter auch ein eingelassenes Schlüsselloch, auch aber nichts Ungewöhnliches. Vermutlich ein ganz normaler Zinkenschlüssel, also Zackenschlüssel.
genaue Bezeichnung fällt mir gar nicht ein. Ihr wisst, was ich meine. Klassischer alter Schlüssel, kein moderner Schlüssel. Ich könnte die Tür natürlich noch auf Arcana untersuchen lassen. Ich glaube, ich werde einfach klinken. Okay, du drückst die Klinke vorsichtig runter und ziehst die Tür auf. Die ist nicht abgeschlossen. Die Treppe geht dann noch ein Stück höher und es ist da oben, also du kannst noch nicht in den Raum reingucken, weil die Treppe noch ein Stück hoch geht. Das Licht, das von oben runterfällt, ist recht so ein dunkleres Licht ist. Also es ist kein natürliches Licht offensichtlich, das reinkommt, weil wir dann im Felsen ja sind. Aber so ein grünes Schimmern liegt in dem Licht drin. Und die Kristallleuchten, die wir, oder den Kristallleuchter, den wir auftreiben sollten, das war ja auch ein smaragdgrüner Kristallleuchter, richtig? Da habe ich, glaube ich, keine Farbe angegeben. Der Drache war Smaragd. Stimmt. Grün. Grün, genau. Nein, Smaragd ist Unterschied. Smaragd ist grün, also willst ist du ja grün. Willst du weiter reingehen? Ja, ich möchte weiter reingehen. Bedächtig, weil ich ja noch nicht ahnen kann, ob sich jemand darin befindet oder nicht. Ja. Wo bist du denn? Ne, da ist die Treppe. Schick. So, als du diesen Raum betrittst jetzt, also der Kopf, dein Kopf sich langsam hochschiebt über die Höhe des Bodens in den Raum rein, kannst du erkennen, dass es sich um die Werkstatt handeln muss. Es gibt keine Fenster. Es ist wie ein Keller, in den du von unten kommst. Bisschen spannend als Gefühl, ein bisschen anders. Und es sind, du siehst mehrere Werkbänke, Regale an den Wänden, die verschiedene Materialien enthalten. Das grüne Schimmern kommt von einer ganzen Reihe von jetzt dann doch anscheinend ja nicht ganz normalen Kristallen, die teilweise in unbearbeiteter Rohform auf Regalen gelagert sind. Du kannst einige Geräte sehen, wo zum Beispiel auch ein Vergrößerungsglas an einem Tisch angebracht ist, an einer Werkbank, um wahrscheinlich feinere Arbeiten durchzuführen. Und alles Mögliche in dieser Richtung ist zu sehen. An den Wänden hängen teilweise Schemata für irgendwelche Konstruktionen, die offensichtlich auch Kristalle involvieren. Und was dir wirklich auffällt, ist, das sind zwei Dinge. Einmal ist ungefähr in der Mitte des Raumes ein leicht schimmerndes grünes Feld, das den hinteren Teil des Raumes von dem vorderen Teil, in dem du dich befindest, wo du die Treppe gerade hochkommst, trennt. Dahinter auf dem Boden liegt ein lebloser Körper. Oh. Ein lebloser Körper, der leicht ausgemergelt wirkt, in einer grünen Pfütze. Daneben, zur Seite weggekippt, eine vielleicht so große Kiste, Truhe, die offen steht und da so liegt. Und daneben ein Pergament. Okay, das grün leuchtende Feld, wie, also von welcher Art muss ich mir das vorstellen? Ich denke gerade. Na gut, das sage ich jetzt nicht, woran ich denke. Kennt ihr noch diese alte Tabaluga-Serie? oder sowas. Ja. Dieses Spiel, was am Ende gemacht wurde. Und da hast du diese Eisfelder, die leuchten. Ja. So ungefähr nur in Smaragdgrün, stelle ich mir das gerade vor. Leichtes Schimmern in der Luft. Und wenn man sich dem nähert, dann kann man ein bisschen spüren, dass die, du hast jetzt keine Haare, aber. Nein, so eine, ich habe keine Haare. So eine leichte, wie eine elektrische Ladung in der Luft, die zunimmt, wenn man näher kommt. Oh. Okay, Hätte ich mittlerweile mein Cast-Dings. Du wärst langsam, jetzt irgendwann durch. Ich werde langsam hinterherkommen. Jawohl. Und dafür gehen alle hinterher. Oder? Ich habe diese Kugellagerkugeln in meiner Tasche. Ich möchte so einen Kugellagerball nehmen und ihn in dieses Feld reinwerfen. Mhm. Du nimmst diesen kleinen Kugellagerball. Und du wirfst ihn gegen das Feld und der kommt gegen das Feld gegen, es gibt so ein Zischen und es steigt so leicht Rauch auf, so ein leicht metallisch scharf riechender Geruch. Und die Kugel geht aber durch mit leichten Oberflächenfrakturen und knallt hinten weiter runter, klonk und rollt noch zu Ende. Sie ist nicht irgendwie vollkommen kaputt gegangen, aber sie sieht beschädigt aus. Lag die Leiche in diesem Licht? Die liegt dahinter. Dahinter, okay. Aber wir müssen da durch, um zur Leiche zu kommen? Ja.
warte, eine Sache noch, die ganz wichtig ist. Die hauptsächliche Beleuchtung des Raums kommt nicht von diesen einzelnen Kristallen, die teilweise leuchten, sondern mittig in der hinteren Hälfte des Raums ist auch von der Decke hängt ein Kristall in einer Fassung, der so eine Form hat, auch ungefähr so groß ist. Von dem geht hauptsächlich das meiste Licht aus, auch so ein, ne, wie dieser Raum in so ein leicht grünliches Licht dadurch getaucht ist. Ich könnte dir mal das Follow-Wort sagen. Aber spüre ich jetzt irgendwo Detect Magic? An ganz vielen Stellen. Also die Deckenlampe, die hauptsächlich Beleuchtung macht, leuchtet auf. Die verschiedenen Kristalle oder viele der verschiedenen Kristalle an verschiedenen Stellen geben so eine leichte, schwache Aura von sich. Einige der fertig gemachten Sachen. Auf den Werkbänken liegen ja verschiedene fertige Dinge, also vermutlich fertig, ist nicht bei allen so gut einzuschätzen, von denen auch einige stärker aufleuchten, also schon einiges. Ey, wollen wir mal Brollo sagen? Probier's aus. Du sagst laut Brollo auf der einer Art Schreibtisch, ganz hinten auf der gegenüberliegenden Seite an der Wand, leuchten, als du das einmal laut in den Raum rufst, 5 Kristalle, die sich in Halterung befinden, auf. Sie sind momentan, also du weißt nicht, welche Farbe sie haben sollen, so ein weißliches Licht, einfach ein weißes Licht. Vielleicht sollten wir doch mal der Stadtwache Bescheid sagen. Ist der die Leiche, erstmal gucken wir uns um, würde ich sagen. Ist die Leiche der Drachengeborene? Erkennt man das? Es handelt sich auf jeden Fall um einen Drachengeborenen. Und wir wissen nicht, ob er tot ist. Du meintest, er ist leblos, es oder? Es ist ein lebloser Körper, der auch ein bisschen... Seitdem hat sich Leiche davon durchgesetzt. ...ein bisschen eingefallen aussieht. Okay. Und war das jetzt der Drachengeborene? Das ist ein Drachengeborener, der eine schimmert nicht mehr so sehr, ist ein bisschen... Okay. Wie sagt man? Die Farbe ist ein bisschen stumpf geworden, aber grünliche Schuppenfarbe hat. Dann ist er ja nur noch grün. Aber um zu dem zu kommen, müssen wir durch dieses... Licht, das irgendwie ein bisschen... Ja. Ich bin gewollt, einfach mal so leicht anzutippen, um zu gucken, möchtest was passiert. Aber ich habe ein bisschen Angst. Ich bin so schnell tot. Ich kann das machen. Ich mach das. Wumps. Okay, warte. Aber nur so ganz vorsichtig. Du erleidest einen Punkt Kraftschaden. Das ist Kraftschaden. Das ist Force Damage, das ist eine generelle. Weil das ist wahrscheinlich eine Force. Okay. Habe ich diese Art von Arcana schon mal gesehen? Aber du würdest, wenn du weiter drückst, durchkommen. Aber du ziehst dann zurück, ne? Das ist wie wenn du dir einen Schlag hältst. Ich könnte einfach durchlaufen, ne? Warte mal. Ja, das ginge. Aber das Licht kommt von oben? Oder woher kommt das Licht? Nochmal einen Arcana-Check für mich. Das Licht in dem Raum kommt von dem Kristall oben. Das Licht in dem Raum. Die Würfel sind scheiße. Ja. Kann ich dich nicht unterstützen dabei? Ich habe 3. Also wie gesagt, das Licht ist klar. Weil jemand anders nochmal einen Check. Das ist quasi eine Kristalldeckenlampe und da kommt hauptsächlich das Licht her. Okay. Weil ich hatte überlegt, weil ich habe ja unten mir die Bücher angeguckt, wo ja so Bestellungen und so drin standen. Und ich dachte, vielleicht hat er ja die Aktivierungswörter für andere Lampen auch für sich selber benutzt. Und deswegen dachte ich, probiere ich mal so die Wörter, Aktivierungswörter, die ich gelesen habe, so durchzugehen und zu sagen und zu gucken, ob irgendwas das Licht ausmacht. Da waren mehrere von da drin, das ist richtig. Aber er hat nicht für seine eigenen Sachen notiert. Also zumindest schlägt keins der Wörter, das du ausprobierst, an. Okay. Das heißt, du stehst quasi mitten in einem Smart Home und drückst einfach alle Schalter oder auf deinem Handy, um zu schauen, was passiert. Okay. Aber deine Rüstungsklasse ist dafür egal, ne? Deine Rüstungsklasse ist, du setzt dich dem ja freiwillig aus. Da gibt es nicht mal irgendwie auch keine anderen Rettungsflächen. Frage. Ja, ja, ich gehe durch. Sie geht da durch. Ja, okay. Mach zuerst und bring mich um. Du leidest 6 Punkte Machtschaden. Ah. Nice, geht noch. Kommst auf der anderen Seite raus, also auf die andere Seite trittst. Was möchtest du dann tun? Was soll ich jetzt machen? Da war Schreibtisch und Leiche. Ich habe eine Frage. Wenn ich Absorb Elements cast und da durchgehe. Das fällt nicht unter den Elementarschaden zu atmen. Ich suche mal, ob ich was zum Ausmachen finde. Also... Wir haben sie Du guckst dich also... Sorry, ich habe keine Ahnung von Magie. Dann mach für mich mal bitte einen Untersuch, mal so einen Investigation-Check. Hast du da nicht Minus drauf? Ja. 8. Sorry. Keine Ahnung.
Ja, sie steht jetzt auf der anderen Seite. Ich habe keine Ahnung, steht was noch auf der Seite. Sie, ich sag ihr, sie soll mal Puls fühlen. Sagst okay. du ihr? Ja. Okay. Du trittst also auf die leblose Person am Boden zu, als du dich, als du dich dieser Kreatur, nee, viel schlimmer. Also, als du dich dieser Gestalt am Boden näherst, was passiert ist, dass die grünliche Pfütze, die ich erwähnt hatte, in der diese Figur liegt, anfängt ein bisschen zu blubbern und dann zieht sich dieser Schleim zusammen. Ich gehe. Und nach oben und fängt und bildet dann, also erstmal so einen unförmigen Blob, aus dem sowieso suchend so ein bisschen probend, wie sagt man das nochmal? So Tentakel. Nee, ist kein Tentakel, es gibt noch einen anderen Ausdruck dafür. So suchend rauskommen und dann. So Fühler. Und dann ziemlich genau deine identische Gestalt annimmt. Ah, hip. Und an der Stelle brauche ich die Initiative von euch. Okay. Initiative. Ha, das ist auf jeden Fall besser. Ha! Kelly, oder? Wenn man keinen anderen Würfel drauflegen kann, dann ist es Skipper. Ich hätte 12, ich hätte vorne 19. Wenn der okay. Na, welchen Würfel nimmt man dafür? Die Initiative ist hier dieses Initiative, ja, was da steht, plus 2. Plus eine Geschicklichkeit. Na gut, so klappt es nicht, aber... Okay, wer hat 25 bis 20? Ist die Fläche dann zu schräg, dann rutscht er runter. Okay, aber dafür lag er zu nah am Dings, glaube ich. Ja, du musst auf die andere Seite liegen, auf die andere Stelle. Bestimmt niemand. Ach so, dann hätte er definitiv nicht liegen können. Ja, genau, aber das ist so der Kippe. Okay. Wenn du keinen anderen Würfel drauflegen kannst, ist das Kippe. Ich würfle jetzt meine Initiative. Hau raus. 17 plus 4, 21. Also, wer hat 20 bis 25? Du hast 21. 21, exakt. Noch irgendjemand was über 20 zu bieten? Ich werde hier umgebracht. Du musst auf die sauer sein, nicht auf mich. Hä, wieso? Ich? Frag Kelly. Okay, wer hat 15 bis 20? 16. Alles klar. Oh Gott, ich habe Angst, weiter zu schreiben. Obwohl sie nicht in meine Richtung guckt, habe ich ein bisschen Angst. Weil wir tauschen. Wer hat 10 bis 15? 12. 14. 14, alles klar. Ich habe keine Spester verbraucht. Wie ist das jetzt passiert? Maren hätte bestimmt so eine 6. Die hat auch nicht so einen hohen Geschicklichkeitswert, glaube ich. Ich habe auch plus 3. Hat sie Minus? Nee, sie hat kein Minus. Aber sie hatte, glaube ich, ich weiß es nicht. Müsste ich nochmal nachgucken. So 1, 2, 3, 4, irgendwas. Da um 5, genau. Dann ist das richtig. Ein schlechter Würfel. Also, das heißt, wir fangen jetzt an und zwar bei 13. Du stehst okay. außerhalb des grün schimmernden Feldes. Und auf der anderen Seite siehst du Arwen stehen, der gegenüber dieser grüne Schleim, der sich hochgezogen hat und ihre Form nachbildet. Okay, habe ich. Inklusive so, ihrer Waffen. Habe ich so etwas schon einmal gesehen? Kann ich es in irgendeiner Art und Weise zuordnen? Mach mal einen History-Check für mich. Mit Nachteil. Mit Nachteil? Yes. Das heißt aber, der hat Nahkampfwaffen. Eine Sekunde. Gib dem Mann einen zweiten 20-seitigen Würfel. Er will immer wieder, dann könnte er vor. Gleichzeitig würfeln ist super. Und 22. 22? Also 11 und 22. Gib mir mal den Würfel vorsichtshalber. Die kriegen wir schon noch dazu. Nee. Nee, okay. Also ja, es gibt Schleim, es gibt auch animierte Schleimgeschichten, können auch mal vielleicht künstlich produziert sein, aber nicht immer einen, der so genau die Formel, also du hast jetzt hier nicht genug Informationen. Okay, also hat sich jetzt keine Aktion oder so gekostet. Auch wenn ich das sehr interessant finde, wie sich dieses Lebewesen-Konstrukt, dieses Beschworene etwas formiert, zücke ich trotzdem die Repeating Hand Crossbow, die wiederholbare Hand Armbrust. Mhm. Genau, und halte meinen Angriff, also die halte einen Angriff auf das etwas bis was wird der Trigger dafür sein? Bis es eine Kreatur, bis es sich von dem Ort mit aggressiven Absichten bewegt. Okay, du willst also einen Angriff durchführen, sobald es selbst irgendwie einen Angriff durchführt. Einen Angriff durchführt oder zaubert oder also wirklich zaubern. Eine offensive Aktion wert. Ja. Eine feindselige Aktion durchführen. Genau, alles klar. Hostile Action, cool. Genau. Haben wir, dann sind wir bei Arwen. Danach Archie. Ja.
Meint ihr, der hat jetzt die gleichen Dinger wie ich? Wichtige Frage. Was meinst du mit Dingern? Damit wir dir eine vernünftige Antwort geben können. Ein gutes Gespräch, so 5 vor 12 ist eingebrochen. Es gibt viele mögliche Antworten. Ja, einige davon würde ich schneiden, andere nicht. Ich dachte jetzt an Werte und Resistenzen und sowas. Das kann man nicht wissen. Was möchtest du? Also das hat eine bedrohliche Haltung angenommen, das sieht so aus, als würde es dich angreifen wollen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kleinen Moment. Ich weiß, ich hatte schon Zeit. Du kannst ja probieren, mit ihm zu reden. Das ist eine Aktion. Ich glaube, das will nicht reden. Das ist ein Schleim-Ding. Schleim kann nicht kommunizieren. Also es bildet die Form nach, aber es hat keine Augen, es hat keine Mundöffnung. Es ist schon eine durchgehende Oberfläche. Aber es hat nur die Form angenommen. Es hat nur die Form angenommen. Grüner Schleim formiert sich und dann steht da Armin nochmal. Deswegen habe ich ja gesagt, wir brauchen ein Passwort, damit wir uns untereinander wiedererkennen. Ich dachte, du meinst, dass das farbenblind ist. Ihr seid beide grau. Ich glaube, ich würde einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Heißt Shield of Faith auf mich selber casten, ne? Shield of Faith? Ja, und also, ein paar. Ja, kannst du machen. Okay, und dann ein paar Schritte zurückgehen. Sicherheitshalber, ein bisschen Sicherheitsabstand. Genau, Schild des Glaubens, das benötigt Konzentration, ne, wenn ich mich nicht ganz vertue. Schild des Glaubens? Oder? Doch, ich glaube, das soll. Welchen Glauben? Ah, doch, ja. Ja, braucht das. Der Zauber heißt Schild des Glaubens. Ich mach's trotzdem. Glaube an das Wasser. Wasser ist nass. Ah, es ist sogar mal eine Bonusaktion. Stimmt, dann hast du immer noch eine Aktion, wenn du das gerne nutzen möchtest. Füg ihm mal Schaden zu. Soll ich lieber Säure? Soll ich mal Säure auf ihn machen oder soll ich lieber einfach zustechen? Da er Schleim ist, würde ich sagen. Klingt jetzt irgendwie zustechen. Ich mach Säure. Du hast so ein Fläschchen dabei, oder? Nee. Also, ich kann jetzt zaubern. Du hast den Zaubertrick. Säurespritzer. Genau. Dann bitte. Das ist ein Angriffswurf, glaube ich, von dir, ne? Ja, glaub schon. Genau, dann würfel mal. Ich warte mal ganz kurz, gucken, wie es hier funktioniert. Hier steht Hit DC Dexterity 13. Nee, das heißt, ich mache einen Rettungswurf. Ah, du machst einen Rettungswurf, okay. So, das ist 14. Ja. Und dann machst du gar keinen Schaden. Ich glaube schon, warte, ich gucke. Oder halb. Sorry, ich hab's nicht benutzt. Das ist, Zaubertricks machen in der Regel keinen halben Schaden. Zaubertricks? Zaubertricks ist, Cantrips sind auf Deutsch Zaubertricks. Stufe 0 Zauber. Zaubertricks? Heißen auf Deutsch Zaubertricks, ja. Zum Vorführen. Ich kenne einige Zaubertricks. Ja, das dann passiert gar nichts. Dann passiert gar nichts. Also du gehst ein Stück zurück und dieses so ein schimmerndes Energiefeld legt sich tatsächlich so ein bisschen um dich. Das ist einmal kurz zu sehen. So bläuliches Schimmer nehme ich mal an. Und gleichzeitig formt sich in deiner Hand diese kleine Kugel aus Säure. Und du schleuderst die in die Richtung dieses Schleims, der sich aber in einer die ganze Bewegung einmal zur Seite bewegt und wieder nach vorne und wieder in der exakt gleichen Position steht. Das geht dabei ran vorbei auf den Boden, so pssst, ätzt so ein bisschen was im Boden weg und zerfasert. Dann sind wir auch schon bei Archie. Mich würde interessieren, der Schleim, kann ich erkennen, ob das was ist, was quasi aus dem leblosen Körper herausgekommen ist, oder ist das eher was, was vielleicht das herbeigerufen hat? Mach mal einen Arcana-Check. Also, diese Kreatur aus Schleim sieht nicht aus, als wäre sie aus dem Körper dieses smaragdenen Drachengeborenen herausgekommen. Okay, dann würde ich Toll the Dead casten. Hat er noch nicht irgendwie Schaden genommen? Er hat noch Schaden keinen genommen. Schaden genommen, ich würde es trotzdem casten. Dann und er muss einen Wisdom Saving Throw schaffen. Genau, ich muss einen Weisheitsrettungswurf machen. Und ich glaube zu 14. Das klingt, ja, das klingt richtig. So, das ist Weisheit, sagst du. Ja. Schafft es nicht, dann machst du 1d8 oder 1d6. 1d8 Necrotic Damage. Genau, hätte dann, er schon Schaden, wäre es 1d12. Genau, dann würfel bitte einmal den Schaden aus. Achtseitiger Würfel, die Doppelpyramide. Nicht schlecht. Also was passiert ist, dass Archie
sich kurz konzentriert und dann so eine Handbewegung macht und dann hört ihr so ein dumpfes, obwohl der Raum auch so klein ist, nachhallendes Läuten, einmaliges Läuten einer Glocke, die nicht vorhanden ist, so ein Dong. Und ihr seht, wie so ein Zittern kurz durch die Kreatur geht und sie kurz so die Form so ein bisschen versackt, bevor sie sich wieder zusammenzieht. Und was dann passiert ist, dass sich die Oberfläche des Schleims ein bisschen verändert. Und zwar wird sie ein bisschen schwärzlich durchzogen von Rissen und scheint sich ein bisschen zu verfestigen. Ist das gut oder schlecht? Das ist gut, da können wir draufhauen. So. Hoffen wir es. Das war's für Archie. Dann sind wir, dann bin ich dran. So, was jetzt dieser Blob macht, ist, dieser Blob hält kurz inne und dann formt sich die Gestalt kurz um und nimmt die Form von Archie an oder versucht es zumindest. Aber dann passiert was ein bisschen Seltsames, dass die Form erst versucht, Archies Form anzunehmen, dann anfängt aber hin und her zu wechseln und da, schließlich bei so einem generellen humanoiden, bei so einer generell humanoiden Form ankommt, wie ein Mannequin, der nichts angezogen hat, das kurz hat, was dann, und dann die Bewegung von Archie nachmacht in dieser Form und ihr hört wieder, wie eine Glocke zu hören ist und ich brauche von dir ein Weisheitsrettungswurf. 5. Plus? Das Plus ist schon drin? Ja, ich habe kein Plus auf Weisheit. Achso, ja, du hast kein Plus auf Weisheit, okay. Dann. Warte. Oh no. Wieso ist das nicht gegen Rüstungsklasse? Ich habe extra noch nicht. Nicht alles ist gegen Rüstungsklasse. Okay. Ich hätte jetzt eine von 20. Du erleidest 3 Punkte nekrotischen Schaden. Nachdem das passiert ist, formt sich die Gestalt wieder um und sieht wieder aus wie Arwin. Okay. Und meine gehaltene Aktion passiert... Jetzt. Jetzt, okay. Dann, du schießt jetzt, ja? Ja, ich möchte schießen. Und zwar mit der Repeating Hand Crossbow. Mhm. Zweimal mit Nachteil. Mit Nachteil. Oh ja. Alles genau. Das ist, du was hast jetzt 2 Würfel, ne? Hm? Du hast jetzt 2 Würfel. Ja, aber so kann ich 4-mal würfeln. Das ist doch deutlich cooler, oder nicht? Das kostet auch ein bisschen mehr Zeit. Na gut, ich bin ökonomisch. Wir haben also einmal, Moment. Na, so auf den, ökonomisch bin ich vielleicht nicht. Wo ist mein Attack Modifier? Plus 3, plus 2, also plus 5, also einmal 13 und ja, einmal. Und ist das eine 9 oder eine 6? Das ist eine 6, das ist eine 11. Ah, eine 13 11 für den und ersten. 11, also 11 für den ersten. Was ist deine Rüstungsklasse? Meine? Ja. Jetzt gerade 20. Ja, trifft nicht. Aber Moment, da war es ja gerade. Also, und ansonsten 18. Mein normales 18. Genau, normales 18. Trist zu dem Zeitpunkt, als angegriffen wurde, war es ja quasi jetzt nicht da. Das okay. Ist jetzt, okay. Es ist Pseudo alles gleichzeitig, das ist richtig, aber wir machen es mechanisch nacheinander. Okay. Come on! Nein, 11. Auch das trifft nicht. Die prallen, also das Schild ist eigentlich aus Schleim, das diese Gestalt trägt, aber trotzdem prallen deine beiden Bolzen daran ab, nachdem sie durch die Energiebarriere gezischt sind, wo sie auch also so beschädigt wurden, dass sie an dem Schild nicht einfach abprallen oder theoretisch stecken bleiben würden, sondern auch zerbersten und einfach dann, ne, weil sie materialmüde geworden sind sozusagen, nachdem sie Energiebarriere durchquert haben, einfach in Stücken zu Boden fallen. Das ist spannend. So, dann sind wir bei Kalir. Frage. Dieses Absorb Elements, das kann ich nicht als Reaction casten, ne? Das Absorb Elements ist, glaube ich, eine. Also der Stufe 1 Zauber ist eine Reaktion, meine ich. Ja. Und es gibt ja einen Zaubertrick, der was Ähnliches macht, der wäre eine Aktion. Aber du machst das als Reaktion. Du machst das wenn nicht, ich angegriffen werde. Genau, wenn du angegriffen wirst. Nicht wenn du einfach so. Aber kann ich quasi ihn angreifen und als Bonusaktion das sagen? Nee, das kann nee, ich nee. Nicht. Wenn du von einem bestimmten Elementarschaden betroffen wirst, in dem Moment kannst du sagen, ich benutze das. Also ich muss das jetzt nicht durchführen. Du musst das jetzt kann nicht das, durchführen. Okay, okay, du kannst das jetzt. So, Freunde der Nacht und des Popcorns, was haben wir denn hier? Das war sehr, sehr random. Nee, da kriegt ihr auch was ab. Hiermit zerstöre ich das Haus.
ist ein bisschen zu viel. Was möchtest du tun? Ich würde. Danach sind wir übrigens wieder bei 13. Na gut, ich habe auch nicht mehr. Es hat übrigens eine, sowas verbraucht deine wie Reaktion. Weit ist denn nur als Hinweis. Halten verbraucht weg. Die Reaktion. Wie weit ist denn das Ding weg? Das ist ein paar Meter. Also lass das 6 Meter von deiner Position sein. Auf das Teil, klar. Kannst du machen, musst durch die Barriere durch. Ist es dann, dass sie mit Nachteil würfelt oder wie? Ihr seht dann, was passiert. Ach so. Vielleicht schafft es das, ja. Sein Dings hat es ja auch geschafft, hat es noch nicht getroffen, aber... Die sind durchgekommen. Dein 20-seitigen Würfel, ein Angriffswurf. Genau, das ist ein Angriffswurf und danach ein Geschicklichkeitsrettungswurf, glaube ich. Ne? Für dich. Ja, genau, von dem Block. Nicht für mich. Ich hätte nichts zu tun. Ja, nee. Das kommt, glaube ich, nicht auf 18. Nee. Ja, dann sorgt die Eisklinge durch das Energiefeld. Du siehst, wie auch sie davon betroffen wird. Und ein Teil ihrer Kohärenz verliert, beziehungsweise ein Teil des Eises einfach wie abgestriffen wird, als es durchfliegt. Und die wesentlich dünnere Eisklinge fliegt auf diesen Blob zu, auf diese Schleimform, die wiederum das auch aus Schleim geformte Schild hebt und die Eisklinge zur Seite wegschmettert. Allerdings glaube ich, dass die trotzdem, ob sie trifft oder nicht, zersplittert. Ne? Was passiert, egal ob sie trifft oder nicht? On a hit, the target takes 1d10 piercing damage. Hit or miss the shard, then explodes genau. The target and each creature within 5 feet of it must succeed in dexterity saving throw genau. Or take 2d6 cold damage. Genau. Nee, wobei, nee, du, sagen wir mal, du stehst noch die 5 Fuß weg, weil du hast ja auch... Weggegangen. Genau, du bist nicht näher reingegangen. Genau, du hattest den Säuretest gemacht. Alles richtig gemacht. Das ist eine 19. Dann erleidet es noch den halben Schaden oder keinen Schaden? Steht ganz am Ende vom Test. Da steht nichts dazu, also glaube ich. Also kein Schaden. Also es würde stehen oder die Hälfte. Dann leider passiert auch an der Stelle gar nichts weiter und wir sind wieder bei 13. Mhm. Gibt es eine Möglichkeit, mich so zu positionieren, als dass die Linie von mir oder die in der Luft gezogene Linie, die Luftlinie zwischen mir und der Kreatur oder dem Konstrukt nicht durch das Feld geht? Nee, das Feld ist von Wand zu Wand, von Decke zu Boden. Das schirmt den hinteren Teil ab. Okay. Mhm. Ja. Sonst wäre das echt doof gewesen, was Arvin gemacht hat. Das ist durchzugehen, wenn sie hätte drumherum gehen können. Ja, das ist korrekt. Ja. Also ich meine, ich wollte das jetzt nicht in Zweifel stellen, aber ich wollte nochmal die Möglichkeit ergründen. Also, wer so, weiß. So, was möchtest du tun? Die Möglichkeit wäre da. Ja, also ich weiß nicht, so viele Optionen habe ich nicht und das Konstrukt macht jetzt auch nicht den freundlichsten Eindruck. Allerdings macht es einen verdammt gut gepanzerten Eindruck. Deswegen werde ich, glaube ich, nicht zweimal versuchen, darauf zu schießen, sondern diesmal nur einen dafür besonders stabilen Bolzen aus dem Köcher auswählen. Ja, okay. Und den auflegen und ohne Nachteile schießen. Hm, verrückt. Sorry, dass man weiß, dass das so gut ist. 18. 18 trifft. Trifft in die Armor-Class. Das hatte ich schon gar nicht mehr im Kopf. Genau, das ist trifft genau. Okay. Komisch. Und dann würfeln wir bitte den Schaden. Ich glaube, das sind 1d6 plus 4. Eine Sekunde, ich check das nochmal kurz gegen. Hand am Brust müsste 1d6 sein, ja. Ja, nur weil das dieser Tinker-Armbrust ist. Aber ich glaube, das ist 1d6 plus 4. Ja, also ein 1d4 hat eigentlich nur der Dolch. Fast nur Repeating der Dolch. Repeating Hand Crossbow. Ja. Es sind 2 plus 4, also 6. 6, also minus 1. Habe ich abgezogen, habe da auch was gemacht. Für die, weil es durch die Energiebarriere okay, fliegt. Okay, durch die also, Energiebarriere. Das kommen 5, das ist Stichschaden, ne? Genau. Ja, es ist Piercing Damage. Kommen 5 Stichschaden an. Ja. Darf ich den... was macht Piercer? Mein Talent? Dass du einen Würfel nochmal neu würfeln darfst von den Schadenswürfeln. Du kannst ihn gerne nochmal neu würfeln. Den würde ich gerne nochmal würfeln. Bei 2 von 6, das ist schon nicht so viel. Die aber Chance. Wird dann auch automatisch das ja. Neue genommen? Ja. Ja, wenn er jetzt eine 1 würfelt, muss er es nehmen. Ja, okay. Aber die Wahrscheinlichkeit... Okay, ja, gut. Jetzt haben wir drüber geredet. Du hast jetzt okay, er ist auch raus. 4. 4. Also ist es 8, 7. Ja. 7 Schaden. So, jawohl. Ne? Also der Bolzen zischt durch.
Du nutzt die Öffnung, die sich bietet, als es die Eisklinge zur Seite abwehrt. Und der Bolzen bohrt sich in diesen Schleim durch ihn durch, tritt auf der anderen Seite wieder aus, knallt hinten gegen die Wand. Und der zittert kurz und die schwärzlich rissige Oberfläche zieht sich wieder zurück in diesen Schleim. Und es bilden sich ein bisschen so wie, es sieht fast aus, bisschen wie Holz, wie eine hölzerne Oberfläche, die sich bildet von der Maserung her. Hm. Is she okay? Kannst du den Ton imitieren, den es macht, als der Bolzen auf den Blob trifft? Ja, dann war so. dann sind wir bei Arvin, danach Archie. Ich glaube, ich greif wieder normal an, wenn ganz der jetzt. Kurz, ja, er verändert die Form nicht. Nein. Der Blob bleibt so. Bleibt okay. In der Arvin-Form. Wenn der jetzt meine Rüstungsklasse hat, dann hat er wahrscheinlich auch meine Resistenz und dann ist Säure keine gute Idee. Also würde ich den einfach mal normal angreifen, ne? Ja, dann. Also heißt, ich gehe an ihn ran, nehme meinen Speer und steche einmal zu. Das ist Stichschaden, ne? Ja. Dann wird er mehr holzig danach. 14 plus 5, 19. Das trifft, würfel bitte einmal den Schaden. Ist das das, wo du nochmal pieksen darfst? Ja, mach ich gleich noch. Aber hast du erstmal eins. Oh, eine Eins. Vier. Vier? Ja, und als du zustichst, merkst du, dass die Oberfläche besonders widerstandsfähig gerade ist, nachdem der Bolzen eingedrungen war. Und als du jetzt erneut mit etwas zustichst, trifft es auf so einen leichten Widerstand und der Schaden wird zum Teil absorbiert. Das ist gut, weil meine Rückseite macht anderen Schaden. Ja, das war dann zwei insgesamt, ne? Vier waren es, ja. Dann die Hälfte sind zwei. So, ja. Und jetzt machst du noch... Zuschlagen mit der Rückseite, das ist Blunt. Mhm, Blutschwing, ja. Stumpfer Schaden. Das Ding lernt. Das ist dann der Schwächling. Stumpfer Schaden! Also ist leider nur ein D4, aber du darfst ihn verdoppeln. Ein D4, also den darfst du verdoppeln. Genau, du würfelst jetzt mit 2D4. Oder den Würfel verdoppeln, das dürft ihr euch aussuchen, das ist mir egal. 2D4, macht mehr Spaß. 4 plus 3? Das sind 7 wow. Plus 3, 10. 10. Wow. Das war jetzt nur mit der Rückseite. Ja. Ja. Als das passiert, geht wieder so eine Welle da durch und diese hölzerne Maserung bildet sich zurück und es bildet sich eine fast wie grüne, schimmernde, schleimige Metallplatten aussehende Oberfläche. That bitch is transforming. Kriegt das überhaupt Schaden? Ich glaube, wir sollten einfach nicht so oft den gleichen Schaden miteinander machen. Ja. Jetzt ist Archie dran. Bitte tu mir nicht weh, bitte nicht. Ich kann nicht nochmal ein Eisenei schmeißen, fällt mir gerade auf. Keine Stufe 1 Zauber mehr? Ich bin im Überleben. Das stimmt. Es wäre halt richtig cool, wenn der sich in mich verwandelt, weil ich weiß halt nicht, ob er auch dieselben Hitpoints hat wie Lea. Wie Arvin. Dann wäre der aber schon... Dann wäre er schon tot, oder? Ich habe 22. Vermutlich. Ja, okay. Dann hat das keinen Sinn. Okay, dann mache ich einfach nochmal Toll the Dead. Alles klar. Dann würfel ich einen Weisheitsrettungswurf. Ja. Das ist eine 8. Das reicht nicht. Ja. Einmal ein D12. Nein. Ja, ein D12. Ja. Okay. Sie hat in ihrem Kopf schon eingeplant, dass ich ein D8 sage. Der 12-seitige ist der fast wie ein 20-seitig aussehende. Der hier. Ich nehme mal deinen. Boah, ist der schwer. Ist ja auch Stein, ne? 3. Plus? 3 plus nix. Plus nix. Richtig respektlos schon wieder. So wieder, ja, ne? Wieder halt diese Glocke durch so dong. Und es gibt wieder dieses Zittern durch die Schleim-Arvin-Form. Wonach sich diese metallene Oberfläche zurückbildet und sich wieder diese schwarze, von grünen Rissen durchzogene Oberfläche ausbildet. Was war das? Was ist das für ein Schaden? Nicht aber nötig. Jetzt ist der Blob dran. Und was der Blob tut, ist tatsächlich wieder kurz in deine Form wechseln, wobei das so wabert, bis die Manneke-Form entsteht. Du musst einen Weisheitsrettungswurf machen. Ich glaube, dir geht es. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Das reicht nicht. Ja. 8 Punkte nekrotischer Schaden. Ich sollte mich gleich mal heilen. Jetzt habe ich noch 4. Aber alles gut, ich kann mich heilen. Okay, du siehst nicht mehr so fit aus. Ja. So. Jawohl. Wie sieht unser Blob aus? Geht schwer zu lesen. Das ist ein Blob. Das ist halt ein Blob. So ein bisschen
die Form sieht so aus, als würde sie nach unten ein bisschen zerlaufen. Aber ansonsten hält er sich. Kalir. Sorry. Danach 13. Danach gehe ich wieder an die Seite. Ich muss mich heilen. Hm. Let me check my stuff. Ich kann eigentlich nur sie mit abfacken. Das ist und das ist gerade keine gute Idee. Warte mal kurz. Give me a second. Das haben wir da. Healing Word, das sehe ich auch nicht. Oh, wobei. You create a shadow eyes. Wie nah ist sie denn da dran? Sie steht direkt im Nahkampf. Sie stehen quasi über dem, sagen wir wie es ist, Leichnam, der da liegt. Wenn ich Schillig mache, dann muss ich ja dran stehen, ne? Das machst du einen Nahkampfangriff mit deinem Stab, ja. Produce Flame? Kann ich es wegflambieren? Ja. Kannst du versuchen, eine Flamme drauf zu werfen? Das ist ein Angriffswurf, ne? Ja. Also, aber es ist halt geradeaus Necrotic Damage. Was ist denn? Kann man irgendwie die Schaden ausnutzen, wenn er gerade nekrotisch ist, dann irgendwie Lichtschaden drauf machen? Ich habe auch Leid. Das würde ich vielleicht mal probieren. Light ist ja nur ein Lichtzauber. Das macht ja keiner. Yeah. Radiant Schaden. Ich habe Radiant Damage. If you target an object held or worn by a hostile creature, that creature must succeed in Dexterity saving. Um zu verhindern, dass du Licht drauf zauberst. Aber das ist egal. Ah, nee. Na, scheiß Asi machen. Soll ich es flambieren? Mach. Ich meine, ich kann sie mit dem Eis töten? Ja, bitte nicht. Das stimmt wahrscheinlich sogar. Ja. Wäre lustig. Nein. Ich meine, ich würde es lassen. Ja, ich machen wir mal, ne? Bleibt ja nichts anderes übrig hier. Ah, nee, warte, ist das die richtige? Das ist 20-seitig. Was mache ich denn dazu? Plus, das steht bei dem Zauber dabei. In deinem Fall, es müsste irgendwas um die plus 5 sein oder sowas. Dann ist es eine 17. Das trifft leider nicht. Leider schleuderst du die Flamme durch. Und in der Energiebarriere zerfasert sie ihn so ein bisschen, verteilt sich dann und landet nur an den Seiten, verfehlt beide. Hm. Ja. Was soll ich dazu sagen? Dann ist 13 dran. Hm. Danach Abi. Ja, ich gehe davon aus, dass der Block nicht die Größe klein oder kleiner hat. Medium. Medium. So groß wie Abi. Schade. Ja, also jetzt durch die Barriere ziehen will ich mich eigentlich nicht. Ich hätte gerne den Blob durch die Barriere gegrappelt mit der Grappling-Hook. Aber dazu muss es small oder kleiner sein? Small oder kleiner sein, genau. Ja, das heißt, in dem Fall hat sich nicht sonderlich viel geändert, aber motiviert davon, dass es beim letzten Mal doch relativ gut geklappt hat, würde ich wieder Maß nehmen, würde den nächst stabileren Bolzen einlegen, den der Köcher hier gibt. Nochmal gut Maß nehmen, irgendwo durchziehen, wo die magische Barriere jetzt nicht so fest wirkt und diesen Bolzen entsprechend abfeuern. Nee. Nein, es ist eine Natural One. Es ist eine Natural One, das gleicht die 20er von vorhin aus. Ja, geht daneben. Dann sind wir bei Arvin. Ich glaube, es hat den grünen Kronleuchter für Lord Musk getroffen. Ich würde gerne einmal Cure Wounds auf mich selber casten. Ja, bitte. Geh da mal weg. 4, 7. Du heilst dich um 7, jawohl. Yep. Kann sie ja Dings nutzen, um wegzugehen, ohne angegriffen zu werden? Ach, fuck. Sie hat ihre Aktion jetzt zum Heilen benutzt. Keine Bonusaktion benutzen, um Ausweichen zu machen. Kann sie. Um sich zurückzuziehen. Sie ist kein Schurke mehr, ne? Nee, sie ist kein Schurke. Ja, da war ja was. Da war was, genau. Kein Katzenschurke mehr. Aber kannst du was mit deiner Bonusaktion machen? Warte, ich muss noch ganz kurz. Ihr habt gerade was Gutes gesagt, das muss ich einmal kurz. Das mit dem Zurückgehen, ja, aber jetzt diese Runde glaube ich nicht mehr. Nee, ich glaube so, also wenn ich jetzt zurückgehe, dann, obwohl, vielleicht macht ihr dann aber nur. Vielleicht, also muss ich dazu entscheiden, das zu tun, aber die Option kann dann kommen. Ich weiß nicht, wie schlau das ist, das ist schon echt, ich würde trotzdem einen Schritt zurückgehen. Du willst ein Stück zurückgehen? Okay. Dann kriege ich einen Gelegenheitsangriff. Das Wesen imitiert deinen Speerstich. Ich habe nicht gestochen. Ja, also ne, mit deinem Speer.
Und das sind dann... Es muss gegen eine 20 antreten, also bitte. Das stimmt. Und es ist leider nur bei einer 13. Das heißt, du bist nicht getroffen und bewegst dich jetzt ein Stück weg. Ja, also so, dass ich, wenn Kasia irgendwas Böses macht, nicht im Radio stehe. Das Flächensachen dich nicht treffen können. Ja, so weit weg ich. Genau, es behält aber trotzdem deine Rüstungsklasse. Bad. Und dann bist du ich durch. Ich überlege, ob ich wieder Archie zu euch komme, dann können wir das. Als nächstes dann Kalia. Hm. Archie. Ich weiß, ich bin am Überlegen, ob ich Eldritch Blast caste. Das ist dann ein Angriffswurf. Ja, da muss ich würfeln. Da musst du würfeln und die Rüstungsklasse treffen des Gegners. Jetzt bin ich am Überlegen, dass wenn er das dann auch castet, da muss er ja auch von, zum Beispiel dann von ihr die Rüstungsklasse treffen. Wenn er das kopiert, ja. Aber das kann er ja dann auch auf uns casten. Ja, na, das andere hätte er auch auf uns casten können. Ja. Das ging immer nur auf Potenziell sie. Kann das sein. Vielleicht ist gar nicht so schlecht, wenn ich an ihn dran stehe. Du willst gerade vermeiden, Toll the Dead zu machen, damit der Schleim das nicht wieder machen kann, weil es so gut trifft. Ja. Das ist eine gute Überlegung. Weil das, sie hat ja nicht so hoch Wisdom, dass sie da irgendwie Modifier zukriegt. Das stimmt. Nee, aber ich habe 2 mehr Rüstungsklasse als er. Ja, deswegen, ich glaube, dann würde ich gerne Eldritch Blast casten. Das sollte ja auch nur ihn treffen. Dann hau mal raus. 20-seitigen. Ganz klassischer Hexenmeisterspruch. Ich bin am Überlegen, ob ich Eldritch Blast caste. Dinge, die ein Hexenmeister nie sagen würde. 14 plus, was kommt dazu? Plus 5 oder plus 6 muss es sein. Wo sehe ich das? Das sind auf jeden Fall 19 oder 20. Da steht, der Eldritch Blast ist da gelistet unter deinen Angriffen. Das ist an der richtigen Seite, ja. Guck mal unter Spells. Bist du musst das hier mal weg. Der plus 6, also 20. Plus 6, also 20. Das trifft. Okay. Dann bitte 1d10 und ich weiß nicht, hattest du... 1d10 plus 4. Du hast also Agonizing Blast. Oh, das ist gut. Na, dann hau mal raus. Der hier? Das ist der 12-seitige. Das ist das Feature, was macht, dass man den... Nicht der, das ist der 8-seitige. Das ist der 8-seitige. Also ich sehe nur den 100-seitigen gerade. Da ist der zweite von rechts von dir aus gesehen, oder? Ja, da ist er. Ja. Ist von hier aus auch nicht so gut zu erkennen. 4 sind 8. Plus 4, 8. Das ist in deinem Fall was für eine Schadensart? Schauriger Schaden. Ich glaube auch. Radiant oder nekrotisch? Ich glaube, es ist auch nekrotisch. Nekrotisch, stimmt. In deinem Fall war es nekrotisch, ja. Es steht hier, glaube ich, nicht. Das, doch, das steht dabei. Wenn du es auch wieder wegmachst, das steht ganz hinten bei dem Zauber, da steht immer die Schadensart. Nee. Warte, ich kann das auch ganz schnell selbst gucken. Also, wir sind... Nee, ich habe dich ja hier auch offen. Okay. Ich kann hier einfach reinschauen. So, Spells. Eldritch Blast hat... genau, das ist hier, glaube ich, als Forster. Also es ist purer Kraftschaden, das heißt... Das ist das, was ihn zu so einem guten Zauber macht. Nee, genau, es ist Machtschaden. Das heißt, du triffst ihn, 8 Schadenspunkte waren das. Ja. Ne? Und ich würfle so schlecht. Ich muss allerdings auch mal kurz würfeln. Also gar nicht ein bisschen weniger als die Hälfte. Von als der Strahl durch die Barriere dringt, sieht es so fast aus, als würde die Barriere kurz Energie daraus absorbieren und in sich verteilen. Er kommt auf der anderen Seite wesentlich dünner durch. Dieses blassgraue, farblose Geschoss von dir, bevor es sich in den Schleim bohrt, der in ihn reingeht und sich dann in ihm verteilt, an die Ränder tritt und seine Oberfläche fängt an, leicht weiß zu schimmern. Weiß. Ja. Und dann ist der Blob auch schon dran. Und der Blob... Bitte lass ihn auf mich zulaufen. Der Blob verwandelt sich wieder, versucht sich wieder in Archies Form zu verwandeln, was nicht so gut gelingt, und schleudert einen solchen schaurigen Strahl auch auf dich. Sie wollte ja dadurch. Und zwar mit einer 19. Trifft nicht? Trifft nicht. Ich habe 20. Es war plus, weil jetzt muss ich noch mal gucken. Ich habe extra Schild auf mich gecastet, dadurch habe ich nochmal plus 3 Rüstungsklasse. Das ist 19. Ich fürchte, ich habe richtig gerechnet. Tja.
Danke, dass du das gemacht hast. Das heißt, dieser schaurige Schwall rast auf dich zu und prallt dann aber auf dein Schild des Glaubens und wird daran so zur Seite umgelenkt und zerfasert. Das Wasser. Ja, ja. Und geht danach aber auch, huscht auf dich zu und bringt wieder, ne, verwandelt sich wieder in deine Form. Steht jetzt neben mir? Ja. Dann krieg ich eine Opportunity-Attack. Mhm. Mach ihn fertig, hau den Kopf ab oder so. Mach's matschiger. Darf ich? Ja, hopp auf. Das sind 23. Das trifft. Ja. Attack. 4 plus 3, 7. Ist das nicht nur ein D4? Ein D6. Ach nee, plus 3. Das ist das andere Teil. Nee, warte, das ist doch. Das ist, ich habe einen Opportunity Attack, das heißt, ich habe normalen Angriff jetzt auf ihn. Genau. Ein D4 ist bloß, wenn ich mit der Rückseite angreife und das kriege ich nur, wenn ich normalen Angriff mache mit meinem Speer. Das stimmt. Und das kann ich jetzt nicht machen, weil es ja eine genau, das Talent Gelegenheitsangriff gab, ist. Das Talent gab quasi beides, ne? Der, mein, hier ist... Talent ist wirklich gut. Der Interception ist das. Dass, wenn er jetzt auf mich zugeht... Genau. Nee, das Interception falsch, sorry. Einfach Polar Master Opportunity Attack. Das ist auch Polar Master. Genau. Ich krieg einen Gelegenheitsangriff, wenn die in meine Reichweite kommen. Genau, wenn sie in die Reichweite kommen. Und zwar auch bei einem Speer. Okay, also 8 Punkte klar. Schaden, bitte. Das 8 Punkte absurd. Schaden. Nee, warte, sorry, 7. 7. Sorry, 7. Alles klar. Na, er kommt an dich ran, du stehst auf ihn ein, dadurch muss er ja auch anhalten, aber er steht jetzt sowieso jetzt wieder an dir dran und bedroht dich mit einem identisch aussehenden Speer, bloß aus triefendem, tropfenden Schleim. Wobei man sieht, dass das Wesen so runterläuft und die Gesichtszüge, die ja nur so angedeutet schäbenhaft sind, immer wieder so verrutschen nach unten, sich dann wieder zusammenziehen. Warum haben die Monster, gegen die wir kämpfen, eigentlich immer so viele Lebenspunkte? Und wir sind... Ich zum Beispiel bin so schwach ausgestattet. Ja, weil ich... Ja, irgendwas muss ich ja haben. Nee, sind ja auch ein paar mehr, ne? Trotzdem gewinne ich nicht. Kalir ist dran. Ja, danach fuck off. Ja, ich kann es schon wieder nicht machen, weil sie schon wieder daneben steht. Kannst du sie heilen oder so? Kann ich das auf den Block daneben machen? Du willst das auf einen Punkt neben ihm schleudern? Geht dann das Haus kaputt? Kannst du machen, dann ist halt der direkte Schaden weg, aber... Und er kann nur vom Flächenschaden getroffen werden. Das geht, klar. Geht dann das Haus kaputt? Ich will aber auf ihn. Ist doch egal. Wenn du auf ihn machst, triffst du sie mit. Wir haben so viel Mühe ja gehabt, dass man nicht sieht, dass sie eingebrochen ist. Elf. Ich habe mich selber ein bisschen geheilt. Wie viel Schaden macht der? Na, erst ein D6, glaube ich. Oder 2D6. Und dann nochmal der... 2D6 Cold Damage. Also ich kann mich selber auch nochmal um 10 Punkte heilen im Notfall. Fuck off, ich schmeiß den jetzt. Ist dein zweiter Stufe 1 Zauber, dann bist du leer? Nö, ich hab 3. Das ist 3, stimmt, wir sind Stufe 2. Drei ich hab Stufe nur 2. Zauber. Ich hab auch nur 2. Du hast bis in alle Ewigkeit gefühlt, also bis Stufe 10 oder so hast du nur 2. Ich muss ein D20 schmeißen. Ja. Was, sie ist jetzt Archie, ne? Sie ist gerade... Nee, sie ist gerade Arwin. Aber der auch wieder. Sie wechselt wieder in... Sie hat immer, wenn ihr dran seid, Arwins Form. Nur wenn der Blub dran ist, ist er meistens ich. Dann wechselt er für die Angriffe kurz die Form. Ja, ne? Das trifft nicht. Aber jetzt musst du einen... Geschicklichkeitsrettungswurf. Das ist eine 18. Muss ich auch? Was denn? Sorry. Du musst jetzt auch. Das ist eine net one. Dann würfel doch mal bitte den Schaden, den Flächenschaden. Ich möchte hier niemandem was wegnehmen. Eis, Messer! Nein, bitte nicht! Hui! 10. Ich bin schon wieder auf einem Punkt. Das ist bis jetzt. Es gab noch keinen Kampf, wo ich nicht auf einen Punkt gefallen bin. Wie respektlos ist das eigentlich? Du hast ja geschickt den Stück des Glaubens umgangen, muss man sagen. Geschicklichkeitsrettungswurf. Fand ich gut. Ich finde das. Ich bin zufrieden. 13, was möchtest du dazu beitragen? Möchtest du vielleicht einfach auf Arwin schießen? Nein, no. Ich bin nicht so erfolgreich, weil ihr Schaden zu machen. Ja, genau, sieht ja aus wie ich. Ne? Fällt ja gar nicht auf, wenn ich ausgetauscht werde. So. Nee, ich hab nur zahlreiche Ideen, wie ich an meinen, wie ich an der Grappling Hook rumarbeiten könnte. eigentlich denke ich darüber die ganze Zeit nach und nebenbei fällt mir auf, dass wir uns ja in einer zumindest kämpferischen Auseinandersetzung befinden und so ein bisschen geistesabwesend. Ich achte diesmal nicht drauf, welcher Bolzen jetzt ausgewählt wird. Ich schieße einfach drauf und hoffe damit, dass der Block dann einfach umfällt. Genau, hau raus. Einmal ohne Nachteil dafür. Ja. Ich
stabil. Dafür ist er zu stabil. 15 plus 6, 21. Das trifft. So, will man den Schaden? Mach ihn fertig. Okay, wir wollen noch mal durch die Energiewand. Genau, wir schießen durch die Energiewand, aber das ist 1d6 plus 4. 2, das möchte ich nochmal würfeln für Piercer. Mhm. Wie sagt man Piercer auf Deutsch? Sticher. Sticher. Genau. 5 plus 4, 9. Genau, 9 Stichschaden. Minus 2. 9 minus 2. 7. Du triffst ihn in den Rücken sozusagen, weil der Arvin zugewandt ist, die ja zur Seite an eine der Wände quasi gegangen ist. Und der Zusammenhalt des Blobs scheint immer mehr abzunehmen. Es tropft immer mehr runter von den Armen, vom Schild, vom Speer und läuft dann auf den Boden, aber wieder in den Schleim rein. Und so ist ein kleiner ist Kreislauf da. Bleibt der Bolzen? Ist der Bolzen jetzt auch so an der Seite stecken geblieben? Der Bolzen immer steckt kurz so drin und okay. Fließt so lange auf den Boden runter und bleibt dann auf dem Boden liegen. Kannst du nachher einsammeln. So, Arvin. Mit Block dran. Danach Archie. Special Effect. Ich glaube, ich würde mich ganz gerne nochmal heilen, dank dem Eismesser. Dankeschön. Es funktioniert, es funktioniert. Willst du dir selbst die Hand auflegen? Zum zweiten Mal. Nein, das andere war Cure Wounds und jetzt würde ich gerne eine Hand auflegen, genau. Wie sieht es nicht aus, wenn ein Paladin das selbst macht, nachdem er von seinem Verbündeten getroffen wurde? Lege meine Hand auf! Das ist so ein Vaterwitz, ey! Okay, gut. Also du möchtest bei dir Hand auflegen machen? Ja, genau. Okay, und wie viel heilst du dich? Soll ich mich direkt einfach so viel heilen, wie es geht? Dann kann ich mich aber nicht mehr heilen. Ja. Ich heile mich um 10 Punkte. So kannst du beliebig oft machen. Nee, ich kann mich um für jeden Pool Punkt um 1 heilen und ich habe 10 Punkte. Okay. Genau, es hat eine Aktion gekostet, du hast also nur noch eine Bonusaktion, mit der du, glaube ich, gerade nicht so viel machen kannst. Ich würde versuchen, durch die Wand zurückzugehen. Ihr könnt mich nur voll heilen, wenn ich da tot auf der anderen Seite liege. Dann mache ich zuerst einen Gelegenheitsangriff mit deinem Speer. Okay. Das ist eine 26. Oh, fuck. Oops. Dein Speer hat einen 1d6, ne? Wenn man ihn zusammen mit einem Schild trägt. Ja. Das ist ein Punkt Schaden. Oh Gott. Kriegt er keinen Bonus? Nee, das kann er doch nicht. Das kannst du nur du. Und dann hast du dich davon entfernt. Dann gehst du durch die Barriere. Ja, ich versuch's. Ihr rettet mich da, wenn ich da drin sterbe, bitte. Das sind 2 Punkte Schaden mit 2d6. Ich habe gerade 3 Einsen hintereinander gewürfelt. Ich hätte Healing Word. Deswegen mache ich Spielleiter, weil als Spieler würde mich das jetzt ja ärgern. Aber als Dungeon Master bin ich ja da sehr zufrieden mit. Heißt das, der hat 0 Stärke? Weiß ich auch nicht. Möglichkeiten existieren. Ich bin im Reich der Lebenden wieder angekommen. Yay. So ein bisschen zumindest. Archie. Archie ist gerade am Überlegen. Archie kann ja Hex casten als Bonus-Action. Ja. Heißt das, ich könnte diese Runde quasi meinen Eldritch Blast casten als meine Aktion und dann Hex noch als Bonus-Action? Könntest du erst Hex machen? Ja. Und dann Eldritch Blast, um von dem Hex zu profitieren? Du kannst die Bonus-Aktion muss nicht nach der Aktion kommen. Okay. Die Frage ist, ob sich das noch lohnt. Er sieht schon ziemlich angeschlagen aus. Zumindest klassisch ist, mache ich in der Regel so, dass ich ein bisschen beschreibe. Ich denke mir halt, es wäre ganz nice, wenn das eine nicht trifft, dass dann das andere trifft. Bei Hex? Bei Hex du musst kannst, du ihn ja treffen, ne? Ja, genau, du musst ihn treffen. Bei Hex musst du ihn treffen. Du kannst genau, auch, und bei dem anderen ja auch. Deswegen, wenn ich beides caste, ist die Chance höher, dass eins von beiden trifft. Du musst selbst ja nicht beides Schaden. Einmal machen. Du kannst ja auch den einen erstmal machen und dann... Hex macht 1d6. Wenn eine andere Attacke trifft. Genau, wenn du ihn triffst mit einem Angriff, dann machst du 1d6 extra. Ja, du musst vorher treffen, damit Hex aktiviert wird. Genau. Also ist schon sinnvoll, die Idee funktioniert. Ja. Dann machst du extra Schaden, wenn du danach triffst. Ah, okay, und dann... Okay, nee, dann lassen wir das mal. Dann machen wir nur Eldritch Blast nochmal auf ihn. In der Hoffnung, dass es trifft. Hau raus! Ja. Ich bin ein Sorcerer. Warlock. Würfel sagt nein. Was uns nochmal zu dem Block bringt. Was der Block jetzt tut ist, nachdem du durch die Energiebarriere weggegangen bist,
dass er und auf der anderen zugegangen bist, ist, dass der Blob wieder anfängt, seine Form zu verändern und sich in Kalias Form verwandelt. Und ihr drei steht ja bei der Tür noch. Und die Eisklinge, wer von euch steht denn mittig von euch dreien? Wir haben das jetzt nicht in der genauen Aufstellung gemacht. Sagen wir einfach mal, du stehst mittig, weil das so ein bisschen passt. Ihr seid halt bei der Tür ja noch ungefähr versammelt. Ihr habt euch nicht auseinander bewegt, irgendwie groß. Und das heißt, dieser Blob nimmt die Gestalt von Kalia an und macht exakt deine Bewegung nach, um die Eisklinge zu formen und schleudert die Eisklinge auf dich mit einem Angriffswurf. Das ist 19. 12. Was ist der erste Wurf für einen Schadenswurf? 1d10. 1d10. Ja, kriegt ihr auch mal Schaden. Okay. So, ein 10-seitiger Würfel. Auch ich habe mich sehr gut vorbereitet. Ich habe zum ersten Mal Schaden in diesem Spiel. Das ist möglich. 8 Punkte Kälteschaden. Fuck off. Und dann brauche ich von euch beiden noch einen, und von dir auch, einen Geschicklichkeitsrettungswurf. Da kommt davon, wenn du mich damit fast umbringst. Das hat tief gesessen. Ja, ja. Das hat tief gesessen. Also das sieht zu wenig aus. Dexterity? Geschicklichkeit. Nee. 3, ja. Also 9. Ich glaube. Also das ist auch zu wenig? Also ja. Dexterity. Zu wenig. Es ist auf jeden Fall Geschicklichkeit. Dexterity. Da, die Rettungswürfe stehen da drüben. Ah, oh, verdammt. Ich habe 16. Läuft. Alles klar. Dann erleidet ihr beide jeweils 7 Punkte Schaden, Kälteschaden. Das wäre knapp gewesen. Und du keinen. Ja. Weil du den keine Schlafpunkte Schaden. Ja. Aber hey, das geht durch die Wand. Kriegt das nicht auch einen Abzug? Das ist absolut richtig, danke für den Hinweis. Ihr dürft beide noch 1 Punkt Schaden abziehen. Bei mir aber auch. Das ist doch durch die Wand. Ich bin so nett. Ja, darfst du auch. Karl, ne? Haben wir das Gefühl, dass er so ein Gegner als Mittler? Das hat sich doch gelohnt. Gut, dass wir alle kooperativ spielen. Dann ist Kalia auch schon wieder dran. So. Mach ihn noch ohne Hexen spielen, das ist hier vorbei. Mach ihn fertig. Okay, womit? Womit? Na, was hast du letztes Mal, wo du mit sie getroffen hast? Ja, ich kann noch mal ein Eisenknife schmeißen, aber schmeiß das zurück. Ein Slot hast du noch. Ja, komm, let's fucking go. Okay, erstmal der Angriffswurf. Wo haben wir denn den 20, sagt er? Jawohl, 20. Ja. Das trifft. Bitte einen D8. Nee, D10 schätze ich. Ein D10 ist auch okay. Ist das ein 10er? Ja. 4 plus. Nee. Nichts. Plus nichts. Ja. Und dann ziehen wir noch 4 wieder ab. Sorry. Aber einen Geschicklichkeitsrettungswurf muss ich trotzdem machen. Oh, schmeiß vielleicht nicht mehr in den Kopf. Natural 1 auf den Geschicklichkeitsrettungswurf. Sind sie da eine doppelte Ding? Nicht dann 4? Nein. Aber es geht direkt durch. Rettungswürfe haben keine kritischen Treffer. Ich zieh nur einmal ab. Ansonsten wäre ich gestorben. Habe ich bei dem also anderen auch. Also einmal positiv sehen. Das 6. Die Eisklinge bohrt sich nicht in den Schleim, sondern zischt an dem Schleim vorbei. Der steht aber in der Nähe der Wand, nachdem Arvin sich an die Wand zurückgezogen hatte. Die Eisklinge zersplittert und diese ganzen scharfkantigen Eisstacheln, Eisnadeln, die entstehen, wie so ein Regen treffen sie dutzendweise dann auf den Schleim, der den letzten inneren Zusammenhalt zu verlieren scheint und so ein ganz komisches, gurgelndes Geräusch von sich gibt, das aus sich aus dem Block löst, während er die Kohäsion verliert und langsam zu Boden gleitet und zu einer Pfütze auseinanderläuft, so Hexe von Oz-Style. Nachdem sie Wasser abbekommen hat, wer sich daran erinnert. Und nachdem das so auseinandergelaufen ist, so steigen auch kurz so Blasen auf, so 2-3 Mal. Und dann bleibt dieser Schleim ruhig liegen. Was wollt ihr weiter tun? Sorry, dass ihr noch alle Schaden bekommen habt. Also ich würde eigentlich ganz gerne immer noch probieren, dass wir irgendwie dieses Ding da wegbekommen, dass wir irgendwie chillig auf die andere Seite gehen können. Mhm. Machen wir für mich einen Arcana-Check. Geht auf jeden Fall so schnell nicht nochmal durch. 16. Dieses Energiefeld braucht wahrscheinlich einen recht starken Katalysator beziehungsweise etwas, was die Energie halten und so ausstrahlen kann, vor allen Dingen bei so einem anscheinend permanenten Effekt. Also außer, dass es wirklich eine hochqualitative Arbeit
die, ehrlich gesagt, jemand, der die leisten kann, würde vielleicht nicht in diesem Geschäft arbeiten. Das ist ja nicht ganz klar. Aber wenn das nicht der Fall ist, braucht es einen entsprechend großen Gegenstand, einen magischen Katalysator, ein etwas, wodurch es eben ja, kanalisiert wird. Das Einzige, was dir direkt ins Auge sticht, ist die große Deckenlampe, die sich dahinter befindet. Und wenn du jetzt genau hinsiehst, siehst du auch, es ist ja so, dieses Feld ist leicht, so einen leichten Bogen schlagend. Ja. Und wenn man das sich genau anguckt, also als jemand, der ja auch mathematisch angelegt ist, hättest du es vielleicht auch sehen können, der Radiusmittelpunkt für diese angedeuteten Kreisformen wäre die Deckenlampe. Du meintest ja vorhin, ich meine, dass das jetzt wahrscheinlich macht er wahrscheinlich nicht bei seinen eigenen Sachen, aber trotzdem kann man irgendwie in der Deckenlampe erkennen, dass da auch ein Wort eingraviert ist, was halt so Aktivierungswort ist, wie du meintest, ist es bei den anderen Lampen. Habe ich mir gedacht, hätte er sein können. Smash. Okay, ich komme nicht umher, als zu bestaunen, wie gut sich der Seebär mit dem Arkanen auskennt. Also ich meine, hast du uns das gerade kommuniziert? Und der irgendwelche magischen Geschosse durch die Gegend ballert. Ja, habe ich natürlich kommuniziert. Auf See sieht man so einiges. Ja, okay. Du wunderst dich jetzt erst über den Eldritch-Platz. Über die hat er sie nicht gefunden. Hat. Er hat sich über das Wissen zu dem Kristall gefunden. Hat. Nein, also die Glocke war vor dem Eldritch-Blaster. Die Glocke war auch noch davor, ja. Die Glocke war vor dem Eldritch-Blaster. Ja, naja. Kannst du da drauf schießen auf das Ding? Hm? Du kannst da drauf anvisieren. Ach, du schießt die Lampe. Die Lampe abschießen. Ja, bitte. Dann ist sie halt kaputt. So könnten wir sie nehmen und verkaufen, wenn wir rausfinden, wie sie funktioniert. Ich habe Wurfspeere. Wenn das fällt, du hast Wurfspeere. Mach mal einen Angriffswurf für mich. Das dauert mich alles zu lang. Neun. Nein. Also, du ziehst einen Wurfspeer vom Rücken, wirfst ihn durch die Energiebarriere, aber die Energiebarriere beschädigt ja alles, was sich durchbewegt, wie du selbst weißt. Und der Speer bekommt Risse. Und dadurch verändert sich die Flugbahn und er segelt unter dieser Deckenbeleuchtung durch und knallt hinten auf einen der Arbeitstische, schmeißt dabei einige der unbearbeiteten Kristalle zu Boden, die mit der entsprechenden Geräuschkulisse zu Boden fallen und bleibt dann da drauf liegen. Ist in dem Raum irgendwo ein Spiegel? In dem Raum ist kein Spiegel. Okay. Hätte gedacht, vielleicht so... Weißt du, das, was gekommen wird, gespiegelt und dann kann man vielleicht drunter durchlaufen. Kannst du dein Magie-Ding drauf machen? Ich will es ja nicht kaputt machen. Dispel Magic haben wir nicht. Nee, dazu seid ihr noch zu niedrig. Vom Level her. Habe ich nicht einen Bogen? Gibt der Tote mir irgendwas? Ja, ich kann es auch runterschießen. Die Frage ist, ja, wie hoch hängt die Deckenlampe? Das musst du genau formulieren. Okay. Also die Deckenhöhe ist vielleicht 2,5 Meter, das hängt so 20 Zentimeter runter, also so 2 Meter ungefähr. Also könnte man theoretisch auch einfach hochgreifen? Ja. Er muss durch die Barriere laufen. Der hat auch ein Grappling-Ding. Kein Problem. Oder stehen wir gegenseitig uns alle durch, weil es zu uns zieht? Also die Lampe, wie groß, über welche Größe des Leuchters reden wir? Okay, das kann schon als small betitelt werden. Ja. Okay, würde, jawohl. Also ein Halbling der Größe. Bevor er das macht, ich möchte auf Sicherheitsabstand zur Treppe gehen. Okay, du möchtest gerne zur Treppe gehen. Jetzt wird sie vorsichtig. Ja, ich hab genug. Ich komm mit. Ich sag mal, ein Halbling wäre auch bedeutend stärker als ich, aber okay, ja. Ich gehe auch in Deckung. Ich bringe. Also ich drücke sozusagen zwei Hebel an der Armbrust und dann legt sich an der Armbrust einmal quasi wie der Lauf um 90 Grad um. Mhm. Und dann ist eben entsprechend diese Grappling-Hook an irgendeinem Punkt anzubringen, indem man einen Kronleuchter, einen Deckenleuchter runterhaken würde. Also ne, der ist oben in der Decke in der Fassung eingelassen, aber wenn du jetzt sagst, ich versuche das so zu treffen und das quasi in meine Richtung zu reißen, dann... Ja, ich überlege nur, ich versuche nicht den Leuchter zu greifen, sondern vielleicht auch eher einfach die Befestigung. Kannst du probieren. Ja, okay. Probieren kannst du alles. Das war ja mit Angriffswurf funktioniert das, ne? Das funktioniert nie tatsächlich. Gut, dass du es sagst. Ich glaube tatsächlich funktioniert das über einen einfachen... Grappling Check. Lass mich kurz nachschauen. Wo sind wir? Hier? Mache ich dann als Objekt einen Gegencheck, ja? Ich glaube schon.
The target can be a creature, object or surface. If the target is smaller, smaller, make a grapple check against it, pulling it to you and grappling it on a success. Mhm. Okay. Sehr gut. Dann hau mal raus. Gegen ein Objekt. Ja. Dann was musst du ja einen Grappling-Check, praktisch, was ein Grappling-Check ist. Nein, wir grappeln beide, aber... Genau. Also du bist eine Lampe. Ich hab halt... Ich meine, es ist okay, aber... Ich hab keinen großen Modifikator. Du suchst ja aus, ob du den mit... Ich hab auch keinen großen Modifikator. Aber er hat auf jeden Fall Nachteil. Wir machen ja einen Athletik-Check jetzt gegeneinander quasi. Aber er hat auf jeden Fall Nachteil. Ich mach mal einen Akrobatik-Check. Hat eine Lampe? Es geht darum, dass er ja auch potenziell daneben ziehen kann. Okay. Deswegen hatte ich ja gefragt, ob es ein Angriffswurf ist. Kann Lampe trotzdem Nachteil sein, weil sie ja, nicht... Ja, weil es ist eine Lampe. Würfel mal einfach. Ich kann auch einfach gut zielen. Und ich würde das jetzt einfach mal als festen Wert in meinem Kopf anlegen. Okay. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Okay, dann machen wir das so. Here we go. 12 plus 0. 12. Okay, das ist über 10. Ich würde sagen, das klappt, da sie sich ja nicht bewegt. Die Lampe nur so. Hui! Komm her! Zeig den Kristall und Stinkefinger. Nein, also. Du feuerst einen Grappling Hook durch die Energiebarriere, wodurch er natürlich leicht beschädigt wird. Und ab jetzt, wenn du ihn benutzt, Nachteil hat, bis du ihn repariert hast. Und greift dann um den bronzenen Halter, der in der Decke eingelassen ist, und dann reißt du daran und die Befestigung in der Decke ist nicht so fest, das heißt, du schaffst es, das rauszureißen, die löst sich aus der Decke, fällt dann aber natürlich runter, also in deine Richtung, aber die Strecke ist ja so lang, dass es runter auf den Boden knallt, wo der Kristall zersplittert in alle Richtungen und dann die Lichter an diesen Splittern ausgehen und die Energiebarriere kurz so flackert und dann aus ist. Okay, ich würde gerne meinen Wurfspeer wieder haben. Ich? Kannst du nach hinten gehen, aber der ist ehrlich gesagt hin. Ich würde gerne... Kannst du reparieren? Was eigentlich mit Aschrei oder so? Ich würde gerne zu der Leiche hingehen oder zu dem leblosen Körper. Mhm. Aber tritt nicht ins Blob. Ich versuche dabei, mich auf die Energien, die ich drumherum spüre, zu konzentrieren. Mhm. Und so ein bisschen die letzten Momente... nachzuvollziehen. Mhm. So, was hat er gemacht? Wieso liegt er da? Was? Der Blub? Also. So, was genau? So ein bisschen Konzentration auf vielleicht noch Energien, die der Körper noch von sich gibt? Also, du bei dieser Konzentration... Energien, die so ein toter Körper von sich gibt. Negativ. Jetzt mal hier. Konzentration. Während du dich so konzentrierst, aus deiner persönlichen Perspektive... wird die Welt einfach ein wenig farbärmer, ne? So, bekommt so einen grauen Anstrich wie bei tristem Regenwetter sozusagen. Und alles wird auch so ein bisschen langsamer und du siehst nicht irgendwie etwas Spezielles, aber du hörst so ein leichtes Nachhallen, wenn du dich auf den Leichnam konzentrierst und du hörst nur so, oh, Lihone, Lihone. So wie so ein leichtes Echo, das dann aber auch wieder verhallt. Okay. Apropos Konzentration, wir haben vergessen, dass man eine Zauberkonzentration hat. Na stimmt, wir hätten Konzentrationscheck machen müssen. Hast du gerade Lihone aber gesagt? Ich habe auf dem falschen, wir sind quitt, weil ich habe vergessen. Lihura, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Oh. Ich hätte weil auch das war, ja, deswegen bin ich durcheinander gekommen. Ich hätte auch Weisheit 2 plus 2 gehabt, ich habe es nicht gesehen, also es ist nur fair. Also. Okay. Lihura? Lihura. Entschuldigung, ich weiß. Ich wollte fragen. Den Character Arc machen wir ein andermal auf. Okay, ich teile das den anderen mit. Dass ich von ihm kriege ich so leichte Lihura-Vibes. Das schon momentär ist, nochmal ganz kurz für die Raumbeschreibung. Ne? Neben ich ihm verstehe eine, nicht. Neben ihm liegt eine umgekippte offene Kiste, ne? Ungefähr so groß mit offenem Deckel. Daneben ein Pergament am Boden. Das wird alles angeguckt. Und im Perception. Hintergrund halt diese Bronze- Perception machen. Mach mal einen Wahrnehmungscheck für mich, gerne. Können wir auf 22. Du musst mir nochmal einen Konzentrationsrettungswurf machen. Du hattest ja Magie entdecken an. Und das ist jetzt während des Kampfes angewiesen. Und du hast jetzt einmal ja Schaden genommen. Achso. Können wir das Pergament nicht 10. einfach lesen? Hm? Das Pergament, können wir es nicht einfach lesen, was da drauf steht? Könnt ihr gleich machen. Ich hätte auch Lust, Pergamente zu lesen. Was ist denn Konzentration? Konzentration ist quasi ein Konstitutionsrettungswurf. 18. Ja, also du hast die Konzentration auf Magie entdecken gehalten. Und deswegen, du brauchst den Wahrnehmungswurf jetzt gar nicht machen.
was du spürst, ist also einmal die magische Aura von allen möglichen Sachen, wenn du dich jetzt konzentrierst. Es gibt einen etwa so einen Durchmesser, eine bläuliche Kugel, die auf einer der Werkbänke liegt, die so ein bisschen stärker, ein bisschen leicht am Pulsieren ist. Ein offensichtlich abgeschlossenes Produkt. Und wenn du hingehst und dir das anguckst, also du kannst das auch hochnehmen, das wiegt ungefähr ein halbes Kilo. Genau, und so ein halbes Kilo, nimmst du es so hoch, wiegt ungefähr ein halbes Kilo, so 500 Gramm, faustgroß, perfekt glatte Oberfläche, Kreis. Sind wir bei Sarum? Habt ihr so ein Auge? Ja, nee, so groß nicht. Und auch kein Auge. Genau, du spürst nichts Besonderes, wenn du es in die Hand nimmst, aber das hat diese, so eine Aura. Warte, lass mich ganz kurz lügen, bevor ich jetzt das Falsche sage. Welche Farbe? Bläulich. Kugelblau. Kein Partikel. Und zwar auch hier Hervorrufungsmagie. Hervorrufung. Die wird eingesackt in den Beutel, aber nochmal so ein bisschen verpackt. So, ihr wollt euch den Brief anschauen. Ich nehme währenddessen die fünf, packe ich die Dinger ein. Ich bin ja dahin. Genau, wenn du hingehst, siehst du auch, dass in die bronzenen Halter überall das Wort Brollo eingraviert ist. Dann sage ich nochmal Brollo, dann gehen sie aus. Dann gehen sie aus. Dann packe ich sie ein. Sicher, dass wir die Kugel einfach so mitnehmen sollten? Ich habe sie verpackt, ich bringe sie gleich zu euch. Okay, cool. Wer möchte den Brief lesen? Also jetzt muss ich dazu sagen, ich hätte es auch ausgedruckt. Das Problem ist, dass mein Drucker hin ist. Deswegen werde ich euch den Brief jetzt vorlesen. Drucker. Okay. Wir lesen den zu dritt. Ihr lest den zu dritt. Wir stehen alle so 13 hält ihn in der Hand und wir gucken so über die Schulter. Kann 13 seine Arme so ausfahren, dass man ein bisschen besser gucken kann? Ich so. Wünsche dir was. Also jeder kann seine Arme ausfahren. Wir sind Level 2. Also, der Brief ist in einer fein gehaltenen Handschrift, ne, so einer geschwungenen, feingliedrigen Handschrift geschrieben. Und hier steht, ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich wohlbehalten, Marschall. Der Blob? Ich habe wundervolle Neuigkeiten. Das Konzil hat endlich das Joch der Schattenflamme abgeworfen. Das Joch der Schattenflamme? Ja. Hallo, was ist denn ein Joch der Okay. Moment. Ein Joch ist, wenn du unterjocht wirst. Ist es der oder das Konzil? Soll ich es euch erst einmal vorstellen? Ja, bitte. Ja. Also, das Konzil hat endlich das Joch der Schattenflamme abgeworfen und der Korruption in den Regierungsorganen den Kampf angesagt. Der Haftbefehl gegen dich wurde aufgehoben. Als Beweis lege ich unseren Kitash bei. Die Truhe kann nur mit unserem Versprechen geöffnet werden. In Liebe, Lihura. Oh, Lihura ist sein Girl oder sein Boy? Da war der Blob drin. Vielleicht ist auch ein anderes Blob umgebracht. Würde ich jetzt mal so behaupten. Murder in the building und so. Was sagt er am Anfang? Da scheint ja... Ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich wohlbehalten, Marschall. Okay. Marschall ist ja jetzt nicht... Ein Joch ist etwas, dem man unterworfen und so wird. Eine Anrede könnte ein Name sein, das ist ja nicht. Okay. Ein Joch ist etwas, dem man unterworfen und wodurch die eigene Freiheit stark eingeschränkt ist. Das ist Schattenflamme. Das Joch der Schattenflamme. Das Konzil hat endlich das Joch der Schattenflamme abgeworfen und der Korruption in den Regierungsorganen den Kampf angesagt. Das ist zu komplex. Der Haftbefehl gegen dich wurde aufgehoben. Ausrufezeichen. Ich glaube, it was a trap. Als Beweis lege ich unseren Kitash bei. Die Truhe kann nur mit unserem Versprechen geöffnet werden. Den was? Kitash? Ja, auch dieses Wort sagt euch nichts. Von wem wurde der Brief nochmal unterzeichnet? In Liebe, Lihura. Lihura ist das, was er gewispert hat. Ja auch von sich gegeben hat. Bestimmt derjenige, der ihn umgebracht hat. In diesem Zusammenhang erscheint vielleicht auch die übertrieben wirkenden Sicherheitsvorkehrungen an der Außentür. Ja, wegen dem Haftbefehl. Anderen Licht. Könntest du das, was du mit ihm gemacht hast, mit dem Blob machen? Okay. Wenn du dich versuchst auf den... Aber ich will nicht zu nah an dem Blob, nicht, dass er wieder irgendwie auferstehst. Wenn du an die Pfütze reingehst und dich versuchst darauf zu konzentrieren, da ist nicht, es hat keine Seele beinhaltet. Okay. Es gibt nicht diese übliche Verbindung, die du sonst spüren kannst zu entsprechenden Lebewesen. Kann ich mich laut wundern, dass die Lebenden und Lebewesen
das Lebewesen da einfach so vor sich liegen lassen und währenddessen ein bisschen gucken. Er hat ja mit, wie sagt man, diese Steine, mit denen er gearbeitet hat, Kristalle, sind das schon Edelsteine? Sind das keine Edelsteine? Das sind keine Edelsteine, das sind Kristalle. Eher so Energiekristalle? Ja, sowas in der Art. Kann ich ein bisschen über seine Werkbänke gucken und schauen, was interessant ist. Ich bringe das Ding mal nach da vorne. Also das ist das, was ich am interessantesten finde. Mhm. Machen wir mal bitte einen Investigationswurf. Da war noch Schreibtisch und so auch. Moment. Also auch nur Arbeitsoberfläche, kein Schreibtisch im Sinne von Büro, okay. Arbeitstisch. Ich glaube, es sind 18. Nein, es sind 17. 17. Ja, also ne, hier sind ganz viele verschiedene, auch teilweise verschiedene Kristalle vorherrschend. Jetzt, wo die Deckenlampe kaputt ist, ist es ehrlich gesagt nur noch düsteres Zwielicht durch ein paar einzelne Kristalle, die auch von Natur aus zu leuchten scheinen, was aber weniger sind, sodass ihr jetzt auch ein bisschen im Dunkeln rumtastet tatsächlich. Und einige der Kristalle sind jetzt auch nicht alle grün. Das war vor allen Dingen durch die Deckenlampe diese Grünfärbung. Also verschiedenfarbige Kristalle, verschiedenster Größen auch. Das meiste nur so groß, vielleicht sogar kleiner. Du kannst einiges unbearbeitete Metall, vor allen Dingen Bronze sehen. Das wahrscheinlich für Fassung und so ähnliches gedacht ist. Und die Zeichnungen, die an den Wänden hängen, wenn du dich auch so umguckst, teilweise auch ein bisschen achtlos an der Seite liegen oder in ein entsprechendes Regal eingeräumt sind, sind vor allen Dingen Schemata eben für verschiedene Gegenstände, vor allen Dingen für Dekorationen. Es ist aber auch zum Beispiel eben für zum Beispiel Schmuck mit Kristallen sind auch einige Dinge dabei. Insofern kannst du auch, während du dich so umschaust, findest du in ein paar kleinen Schubladen ein bisschen Silber, so unbearbeitete Silberplatten, die man in verschiedene Formen bringen kann oder von denen man relativ leicht Stücke abnehmen kann. Steck ein. Ja, also einige Schemata, die dich besonders interessant fanden, in Bezug vielleicht auch auf Metallverarbeitung. Du hattest ein 17 gewürfelt, ne? Ja. Es ist einer dabei, den du zuordnen kannst aufgrund der Wandleuchten, die Kalir bereits eingepackt hat. Das ist offensichtlich die Anleitung dafür, wie man die konstruiert mit den entsprechenden Kristallen und mit der entsprechenden Metallverarbeitung, mit den verschiedenen Arbeitsschritten, plus einige Formeln, die dabei stehen, die du so auf die Schnelle auf jeden Fall nicht entschlüsseln kannst, mit denen du dich aber bei eingehendem Studium vielleicht beschäftigen könntest. Und vielleicht wäre es möglich, mit den entsprechenden Materialien vorausgesetzt, etwas Ähnliches auch herzustellen. Ja, das und die Silberplatten möchte ich mir gerne einstecken. Schreib dir mal so 5 Silberplättchen auf und mit, die wiegen nicht viel. Die wiegen jede so 100 Gramm und sind vielleicht dann so 2 bis 5 Goldmünzen wert. Schreib mal 3 Goldmünzen als Wert auf pro Platte. Ich will noch ein paar Kristalle mitnehmen. Du schaufelst einfach noch ein paar Kristalle in deine Tasche. Schreib auch eine Handvoll Kristalle. Persönlichen Gegenständen gucken? Also so ein bisschen umschauen und schauen, ob man halt so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es Bilder oder halt irgendwie so, ja, die einem mehr darüber verraten, wo er vielleicht herkommt, was ist mit diesem Ding da. Ja. Hier unten kannst du keinerlei persönliche Gegenstände feststellen, auch wenn du so ein paar Schubladen aufziehst, die Regale ein bisschen durchkramst. Hier sind keine persönlichen Gegenstände, es ist die Werkstatt. Es waren 5, ja. Nutzen wir hier jetzt wirklich das Haus von jemandem, der gerade oder vor ein bisschen gestorben ist? Und nutzen das wir nehmen aber nicht alles mit. Du hast einen Haufen Kristalle eingesteckt. Eine Handvoll. Eine Handvoll. Ist kein Haufen. Du hast Kristalle eingesteckt. Ich bin Druid, ich mag Kristalle. Ich mag Kristalle, ich will ein Druid. Naja, er kann damit ja jetzt nichts mehr anfangen. Ich würde aber jetzt mal unabhängig davon, würde ich mal sagen, lass mal bitte hier rausgehen, bevor dieses Block gedönt. Es gibt noch eine obere Etage. Ach so, na dann, auf geht's. Außerdem habe ich hier noch. Also untere Etage. Noch das so. Ding hier gefunden. Kann ich dir das zeigen? Was denn? Die blaue Kugel? Ja. Zeig her. Also so, habt ihr sowas schon mal gesehen? Kennt ihr das? Haben wir sowas schon mal gesehen? Wollt ihr euch mal angucken, ob der überhaupt. Also ob er nicht noch lebt. Also ich kenne mich mit Lebewesen jetzt nicht so. Ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig gut aus, aber. Aber Karl hat doch gesagt, dass er eingefallen ist. Archie guckt ihn an und meint nur so, also ich bin mir sicher, dass er tot ist. Okay. Oh. Ja gut, dann Also sie zeigt euch die Kugel. Kennen wir sie? Kennen wir die irgendwas Kugel? Sowas?
Haben wir sowas schon mal gesehen? Niemand von uns. Oh, sieht schön aus. Nicht direkt. Du siehst nicht diese Kugel und weißt sofort, was das ist. Ich würde sagen, wir bringen die mal lieber zu unserem Krähenbruder. Das machen wir. Vielleicht kennt man sollte vielleicht auch den Krähenbruder mitteilen, prinzipiell, dass der Dude tot ist. Ja, das sowieso. Aber ich würde trotzdem sagen, erstmal noch die andere Etage angucken. Vielleicht sollten wir aber auch mit Maria Steinmeier reden. Die kennt sowas vielleicht. Ja. Wenn wir draußen sind. Erstmal tote Menschen ist doch was für die Klerikerin. Die oberste Etage sieht so aus. Sieht aus wie ein Bett. Jetzt kann sie wummeln. Ja, jetzt wieder genau dasselbe. Ist das ein Kräutergarten? Da oben befinden sich... Ja, das ist kein Kräutergarten. Kann ich nichts Interessantes zum Tränkebrauen finden? Nee, keine alchemistischen Zutaten und so weiter. Da oben ist offensichtlich auch hier eine Tür, die du normal öffnest, wo du durchgehst. Das ist offensichtlich der Ort, an dem er gewohnt hat, die Privaträume oder der Privatraum besser gesagt. Und auch hier sieht es nicht so ordentlich aus wie unten, aber auch nicht wie durchsucht. Und hier liegen alle möglichen Sachen rum. Da steht tatsächlich ein Schreibtisch mit einigen Pergamenten drauf, wenn du da so drüber guckst und die durchgehst. Hauptsächlich Geschäftskorrespondenz, nicht wirklich was Privates. Du wolltest dich auch umgucken wegen privaten Sachen. Mhm. Mach nochmal für mich einen Wahrnehmungswurf, bitte. Leuchtet noch irgendwas Magisches? Komme ich gleich zu. 13. Es finden sich wirklich wenig bis gar keine Hinweise auf irgendeine Form von Privatleben. Es sind keine Bilder von bestimmten Gegenden oder Landschaften an der Wand. Du findest keine private Korrespondenz. Das meiste bezieht sich auf Arbeit. Und den Eindruck, den du gewinnst, ist von einer Person, die grundsätzlich sehr zurückgezogen gelebt hat, abgesehen davon, dass sie eben diese Arbeit verrichtet hat, um vermutlich ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Abgesehen davon, dass er in unserer Theatergruppe war. Und natürlich in unserer Theatergruppe war. Und aus dem Süden kommt. Du schaust dich hier um. Mach mal für mich einen Investigationswurf. 17. Warum würfel ich jetzt um? Ja, du schaust dich halt um und ziehst auch einige Schubladen und so weiter auf und du findest in seiner Kommode, wo verschiedene Kleidungsstücke drin sind, in der untersten ist eine Schublade. Sozusagen. In der untersten ist auch eine kleine Schatulle. Wenn du die aufklappst, siehst du ein paar Schmuckgegenstände, Ohrringe, auch hier tatsächlich mit Kristallen dran, hat er vielleicht selbst gemacht, und eine Kette, die auch magisch leuchtet, tatsächlich. Ich mach die Schatulle zu und steck sie ein. Ich gucke demonstrativ weg. Kann ich vorher noch einen Arcane-Check? Also ganz irgendwie kurz gucken, ob mir was auffällt an der? Naja, also du hast die Information, dass sie von einer, auch noch von einer magischen Aura umgeben ist. Merea-Stein? Passt vor der Tür auf. Die hatte doch auch irgendwie ein Amulett oder so gefunden. Die sucht nach bestimmten Kristallamulett. Na, und wir sind ja gerade beim Mann, der auch Kristallsachen macht. Mhm. Finden wir irgendwie, könnte das ähneln? Ist das ähnlich zu dem, was sie hat? Das, was jetzt in der Schatulle war? Ja. Nein, sieht ganz anders aus. Okay. Genau. Du weißt jetzt, dass es magisch ist. Um genauer, bestimmter das rauszukriegen, brauchst du andere Magie als einfach nur den Arcana-Check bzw. Magie entdecken an der Stelle. Um das spezifisch rauszukriegen, was das eventuell, was dafür sorgt, dass es magisch ist. So, wollt ihr noch irgendwas machen oder wollt ihr los? Los. Kann man kurz raus? Hat er Fenster? Wir haben schon alles angeguckt. Die Fenster, oder? Die unterste Etage jetzt, die hat auch Fenster. Wenn ihr rausguckt, seht ihr halt nach unten das Wasser. Ihr klopft dann von innen vorsichtig an die Tür, weil ihr wisst ja, dass Maria Steif vor der Tür steht. Und nach einem kurzen Moment schiebt sie so die Tür für sich auf und so: Hier draußen ist gerade die Luft rein. Seid ihr fertig? Habt ihr alles gefunden? Okay, dann macht ihr die Tür auf, dann könnt ihr rausgehen. Draußen ist gerade keiner. Ihr zieht die Tür vorsichtig wieder zu und dann macht ihr euch direkt auf den Weg. Forschen aber nicht zu auffälligen Schrittes. Ja. Und ihr wollt... Direkt zum Krähennest. Ja. Direkt zum Krähennest, genau. Wir sollten das melden. Der Tag ist natürlich jetzt schon ein bisschen vorangeschritten. Insgesamt hat es nicht so lange gedauert. Ihr macht euch auf den Rückweg, über die Wege, arbeitet euch hoch, kommt einmal nach oben, kurz der Blick über Klippenwacht, über die ganzen Anwesen und fangt dann an, die südliche Säule hinunterzugehen, bis ihr in der Mitte ankommt und den Hohlmarkt erreicht. Betretet das Gebäude der Roten Krähen, wo ihr im ersten Moment niemanden seht. Sitzt gerade keiner hinterm Schreibtisch. Ist auf dem Klo. Hallo?
Also du rufst laut, es dauert einen ganz kurzen Moment, dann hört man aus um die Ecke, aus einem der hinteren Räume so dumpf durch die Tür, so einen Moment. Er war auf dem Klo. Und dann nach einem kurzen Moment geht die Tür auf und er ist noch im Gespräch mit einer anderen Person. Jemanden, der so ein bisschen abgewetzte Lederkleidung trägt, allerdings ein bisschen kleiner ist. Der kommt es nicht bekannt vor, ne? Ist ein Gnom. Ah, okay. Ist ein Gnom, der ein paar Worte mit ihm wechselt und an ihm an euch dann vorbeigeht, euch zunickt. Auf dem Weg nach draußen. Ich habe deine Brille genickt. Ja, genau. Der hat natürlich keine Brille, aber der euch kurz zunickt. Und ihr habt ja gerade die Tür offen gelassen. Vor der Tür steht eine Elfe, die auf den Gnom wartet und dabei ihren Hund kurz streichelt. Ja. Und die beiden machen sich auf den Weg, um irgendetwas zu erledigen, offensichtlich. Das für wohl den, ist. Für den guten Tumul. Ja, das erfahrt ihr vielleicht nie. Und er sieht euch so und so, ah, da seid ihr schon wieder. Erfolgreich gewesen? Ich nehme einmal meinen Beutel und leere den Inhalt ab. Aber also nur, nicht die Hand voll Steine, sondern nur das. Ja, ja, das und dann nehme ich noch diesen Sack und lege ihn mit dazu. Also mit der Kugel. Weil ich, irgendwie ist die mir den Sack mit der Kugel legst du dazu. Und wir erklären ihm, was passiert ist, ja, und sagen, dass wahrscheinlich leider der gute Herr Aschitai? Wahrscheinlich nicht mehr unter den Lebenden bald. Yeah. Okay. Ha. Er wirkt ein bisschen unbeteiligt, als du es erzählst. Dann hat ihn wohl die Schattenflamme erwischt. Naja. Würde ich mich auch nicht mit anlegen wollen. Kennst du eine Lihura? Das sagt mir gar nichts. Und was meinst du mit der Schattenflamme? Die Schattenflamme ist eine Organisation mit gewissem Einfluss im Süden, in Azamar. Sollte man sich nicht mit anlegen. Sollte man sich wirklich nicht mit anlegen. Und wenn ihr dazu irgendwas da gesehen oder gefunden habt, vergesst es einfach wieder. Ist besser für euch. Nehmen wir mal so hin. Also, ich sehe, die Anzahl stimmt. Nimmt das so in die Hand so. Brollo. Die leuchten alle so auf. So. Gut. Brollo. Gerne wieder aus. Ich glaube, Lord Mask wird zufrieden sein. Glaube ich auch. Und was ist das hier? Nimmst du den anderen Beutel so noch so auf? So. Das sieht nicht aus, als würde es dazugehören. Das haben wir gefunden und wollten fragen, ob du vielleicht weißt, was das sein könntest. Weiß ich nicht. Er war Kristallweber. Bestimmt eine seiner Arbeiten. Interessiert mich nicht und ich brauche auch ehrlich gesagt keine Sachen aus Häusern. Dann würden wir sie behalten. Wir geben es 13. Wer kann es denn sein? Ich pack's in den Rucksack. Nach meiner Auffassung habt ihr natürlich nur die Wandleuchten mitgenommen. Immer die beiden kurz weg. Also, das war zügig. Archie sagt, dass es ihm gerade irgendwie nicht so gut geht. Es war ein bisschen viel und fragt die beiden, ob sie mit ihm an die frische Luft kommen. Ja klar, kein Problem. Willst du noch was zu trinken? Ich kann auch noch kurz ein bisschen gerne, was gerne. Ich kümmere mich um den Rest. Ihr geht schon mal auf den Markt raus. Und ich gehe schnell Wasser besorgen für okay, euch. Ich halte mich an 13 starker Statur fest. Und der packt dir die 3x26 Gold hin, die du einsacken kannst. Kommt uns irgendwas fishy daran vor? Ich bin unterwegs Wasser holen. Hattest du Grund, irgendwie Zweifel zu empfinden? Nee. Nein. Dann nicht. Ich frage nochmal folgende Sache. Das war ein bisschen... Also wir wären fast gestorben. Das war jetzt nicht so ein... Ich hole mal kurz die Kronleuchter da raus. Eine gewisse Gefahr ist natürlich dabei. Wir wussten nicht, warum er verschwunden ist. Es war ein Blob. Die Schattenflamme ist für ihre teilweise kreativen Arbeiten bekannt. Auch um ein Signal zu senden. Ja, das Signal ist angekommen. Aber ich wollte nur warnen, weil irgendwie sah das nach etwas aus. Also das ist gut zu wissen, falls irgendjemand kommt und uns eventuell mit Nachforschung zu diesem Fall beauftragen wollen würde. Ihr solltet auf jeden Fall der Stadtwache Bescheid sagen, dass er tot ist. Und wir damit nichts zu tun haben. Die Stadtwache wird das bestimmt selber herausfinden. Sie würde sich ja bloß fragen, woher wir das wissen. Auch.
Und unser Auftrag war, die Wandleuchten zu besorgen. Für mich ist die Sache erledigt. Ja, dann grüß mal den Partymensch. Den wen? Senator, wie hieß er? Lord Mark. Lord Mars. Ja. Wenn er die nächste Party schmeißt. Richtig aus. Und dann gehst du auch raus, nehme ich an. Es klimpert. Es klimpert. Klimpert. Du kommst raus. Ich hab einen Sack in der Hand mit 20 Gold. Mit 20 Gold? Oh, setzen Sie. Manche Dinge sind kampagnenübergreifend. So, wo wollt ihr als nächstes hin? Ich gebe jedem seinen Anteil, außer natürlich Maggie, weil sie weiß Bescheid. Also ihr habt ja gesagt, dass ihr 3x 20 Gold bekommt, die 26, hattet ihr denen erzählt? Das heißt, du... Ich hab denen erzählt, wir bekommen 1x 20 Gold. Ach so, Gold. Hattet ihr das erzählt. Okay. Warte, ich muss kurz rechnen. Wie sind wir? Ich glaube, wir landen bei... Wir waren bei 5. Ja, wir sind 5. Nee, wir sind ja 5 Leute, stimmt. Wir sind ja nicht 4, wir sind ja 5. Aber meinte... also 4. Maria Steinig, dass sie nichts wollte oder so? Ja, sie wollte nichts. Stimmt. Also 4. Sie wollte, dass ihr ihr dafür helft bei ihren Nachforschungen. Jeder kriegt 5 Gold. Oh, nice, danke. Also bekommt ihr jeder 5 Gold. Ja, ihr seid ja trotzdem. Also ökonomisch betrachtet wäre es vielleicht effizienter gewesen, sie sterben zu lassen. Just say. Was? Es ist inzwischen. Der Tag ist jetzt dann doch etwas vorangeschritten. Es wäre mehr Gold da. Der Tag ist jetzt etwas vorangeschritten schon. Ne, Nachmittag wird jetzt bald ein Abend übergehen. Ich reiche dir nochmal 29 Gold. Wo wollt ihr hin? Wir sind ja ein bisschen angeschlagen, ne? Und langsam knurren euch wahrscheinlich auch ein bisschen die Mägen. Ja. Unsere Unterkunft bis hierhin war deine Mutter. Nein, wir sind bei unserem Alter. Du hast bei mir übernachtet. Die andere passiert da bei meinem Kurzrast. Ich hab im Flur gestanden. Feiern. Kannst du, wollen wir wieder dahin gehen, wo letztes Mal dein komischer Dude war? Der dich umbringen wollte? Diese Tiefseetaucher. Und links. So. Taucherglocke runter. Ach so, da hat mir gefallen. Ich glaube, ich würde nach Hause gehen, jeden Tag irgendwie im Restaurant essen. Ist doch ein bisschen teuer. Du hast doch gerade. Du sprichst mir aus der Seele. Okay. Wollt ihr mitgehen oder wollt ihr woanders hin? Ist die Frage, ob sie uns mithaben möchte. Wenn ihr dabei sein wollt, dann sollten wir vielleicht noch ein bisschen Zutaten einkaufen gehen. Wir können ja auch bei ihr zu Hause nett kochen. Ja, finde ich gut. Gemeinsames Kochen. Ihr besorgt noch ein paar Zutaten wollen auf dem Markt. Wollen wir angeln gehen oder so? Ja, ich direkt haben im Hafenbecken. Ich und Archie kaufen die Zutaten. Alles klar. Und wollen die anderen in der Zwischenzeit? Dankeschön. Also ihr, wir geben das Geld. Ach so, okay. Ja, ja. Ihr besorgt diese Zutaten, zieh mal bei irgendeinem von euch so 5 Silbermünzen für alles zusammen ab. Wir sind hier keine Unmenschen. Ja. Nachdem ihr die Sachen eingekauft habt, macht ihr euch auf den Weg, die Säule herunter, die Spiralstraße folgend. Und als ihr dann bei dem Haus ankommt, hat sich eine Gruppe von Leuten versammelt. Vor der Tür. Die miteinander flüstern und dann kommst du und sie: Oh, Arvin, Gott sei Dank, dass du kommst. Du musst schnell nach oben und du siehst, dass die Tür so ein bisschen schief in den Angeln hängt. Karl? Nein. Okay, ja, gut, ich mach's. Du eilst die Treppe nach oben. Und oben sind auch zwei Herren aus der Nachbarschaft direkt, die gerade sich mit deiner Mutter kümmern, die deiner Mutter zurück in ihren Stuhl helfen. Und sie ist so völlig aufgelöst, sie sieht dich so und sie so: Arvin! Oh mein Gott! Asa und Bjarne, diese Männer, sie sind hier eingedrungen. Sie haben nichts gesagt. Der Boden ist übrigens voller Wasserflecken. It smells fishy. Triefende Wasserspuren überall. Sie haben sie einfach gegriffen und weggerissen und sie ist einfach hier eingedrungen. Und du siehst auch, ne, Tisch ist umgestoßen und so weiter. Alles ist durcheinander. Sie haben sie einfach. Oh Gott, ich hoffe sehr. Warum? Warum kommt jemand zu uns? Ich starr in die Luft. Schock. Und an der Stelle hören wir für heute auf. Hoffentlich schaut ihr beim nächsten Mal auch wieder zu. Ich glaube, hier sind auch alle gespannt, wie es weitergeht. Ich nicht. Schockstarr. Also dann, mir hat wieder Spiel Spaß gemacht. Jetzt nicht mehr so viel. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.